In vielen sicheren Kennzeichen. Inhaltsverzeichnis. 40 Tage hindurch 7. Die Auferstehung 11. Maria Magdalene 16. Die Frauen am Grabe 23. Simon Petrus und der andere Jünger 32. Die Emmaus-Jünger 37. In der Mitte der seinen 49. Thomas 62. Am See Tiberias 66. Hast du mich lieb? 73. Folge du mir nach? 77. Der Auftrag 81. Liebe bis ans Ende 84. Seite 5, es gibt keine Seite 6 gleich leer. 1975, Beröa Verlag 8038, Zürich http://beroea.ch. 40 Tage hindurch. Welchen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde. So wird im ersten Kapitel der Apostelgeschichte jene kurze Spanne Zeit umschrieben, die zwischen dem Tode des Herrn und seiner feierlichen Aufnahme in den Himmel lag. Kein Gläubiger wird diesen Vers lesen, ohne etwas von der geheimnisvollen Eigenart jener 40 Tage zu empfinden. Früh am ersten Wochentage war der Mensch Jesus Christus, unser Herr, aus dem Grabe auferstanden. Derselbe Vers, der uns dies berichtet, bezeugt uns auch, dass er zuerst der Maria Magdalene erschien, Mark 16, 9, Jo 20, 11 folgende, und dann auch den anderen Frauen, die vom Grabe kamen, Matt 28, 9. Simon Petrus, der Tiefgefallene, war sodann offenbar unter den Jüngern der Erste, der eine Begegnung mit dem Herrn Jesus hatte, und somit der Erste der männlichen Zeugen, Luke 24, 34, 1. Chor 15, 5. Danach wohl offenbarte er sich zweien aus ihnen in einer anderen Gestalt, als sie nach Emmaus gingen, Mark 16, 12, Luke 24, 13 folgende. Und noch am Auferstehungstage selbst, dem ersten Tage der Woche, trat am Abend der Auferstandene durch die aus Furcht vor den Juden verschlossenen Türen in die Mitte der Seinen. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen, Luke 24, 36 folgende, Jo 20, 19 folgende. Seite 7 dem Ungläubigen, Thomas, der nicht bei ihnen gewesen war, galt die Erscheinung des Herrn am darauffolgenden Sonntag, Jo 20, 24 folgende. Sodann hören wir von zwei Begegnungen mit dem Herrn auf galiläischem Boden, am See Tiberias, wo nur 7, größtenteils mit Namen genannte Jünger zugegen waren, und an einem nicht näher bezeichneten Berge, wohin er die 11 beschieden hatte, Jo 21, 1 folgende, Matt 28, 10. Die Botschaft, die er ihnen dort gibt, kommt einer Abschiedsbotschaft gleich, aber wir finden die Apostel noch einmal vor dem Herrn, auf dem Ölberg, angesichts von Bethanien, als er von ihnen schied und, nach vollbrachtem Dienst, hinaufgetragen wurde in den Himmel, Mark 16, 19, 20, Luke 24, 50 folgende. Zu diesen 9 verschiedenen Erscheinungen des auferstandenen Herrn, wie sie uns in den Evangelien berichtet werden, kommen 2 oder 3 andere, die nur kurz in dem Auferstehungskapitel 1. Chor 15 erwähnt werden. Stern dort haben wir ja, mit dem der Schriften und dem des Apostels Paulus 7 Zeugnisse von seiner Auferstehung, wobei naturgemäß das der Frauen außer Acht blieb, obwohl sie offenbar die Ersten waren, denen der auferstandene Herr sich gezeigt hat. Es leuchtet uns ein, dass diese 11 oder 12 Erscheinungen des Herrn, von denen nur über 9 ein genauerer Bericht vorliegt, bloß ein geringer Bruchteil sind von den vielen sicheren Kennzeichen, in denen er sich seinen Jüngern und Jüngerinnen lebendig dargestellt hat. Als er noch in Niedrigkeit über diese Erde ging, hat er, wie Johannes, gestern wir meinen die Begegnung mit den 500, die mit Jakobus, und falls hier nicht an die Erscheinung am Berge in Galiläa oder gar an die Himmelfahrt gedacht ist, die mit den Aposteln allen, 1. Chor 15,
6.7, Seite 8 bis zunächst mit Bezug auf sein eigenes Buch, sagt, viele andere Zeichen vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buche geschrieben sind, es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat, und wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, dünkt mich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen, Jo 20,30, 21,25, das ist die vom Geiste Gottes unter die vier Evangelien gesetzte Schlussschrift des gleichsam von der Herrlichkeit des menschgewordenen Sohnes Gottes überwältigten Jüngers. Nun, vielleicht fehlte es dem Heiligen Geiste ebenso an Raum, uns jene vielen sicheren Kennzeichen von der Tatsache seiner Auferstehung mitzuteilen. Wie dem auch sei, es bietet schon Stoff genug für uns und ist schon kostbar für unsere Herzen, diese wenigen Berichte über die 40 Tage zu betrachten. Indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde und über die Dinge redete, welche das Reich Gottes betreffen. Welch eine einzigartige Unterweisung aus dem Munde des auferstandenen Herrn. Vordem hatten sie sich noch untereinander befragt, was ist das, aus den Toten auferstehen? Mark 9, 10. Und sie verstanden nichts von diesen Dingen, und dieses Wort war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht, Luke 18, 33, 34. Gewiss, auch jetzt noch fehlte ihnen, ehe der Geist gekommen war, das volle Verstehen, Vögel. Abgeesch. 1, 6, aber noch einmal war, im Blick auf die Jünger, den gläubigen Überrest, das Reich Gottes der Herr selbst in Person mitten unter ihnen, Luke 17, 21. Er öffnete ihnen das Verständnis der Schriften, dass ihre unverständigen und trägen Herzen brennend wurden, und erklärte ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf, also steht geschrieben, und also muss stehe der Christus leiden und am Seite 9 dritten Tage auferstehen aus den Toten, Luke 24, 25 bis 27 und 46. Und ferner, welch ein einzigartiges Wiedersehen. Hatte vor dem das Kreuz auf Golgatha und die Felsengruft alle ihre Hoffnungen zerstört, hatten allerlei ungewisse Gerüchte sie außer sich gebracht, Luke 24, 21 bis 24, hatten sie getrauert und geweint, hatte Furcht und Entsetzen, Zittern und Bestürzung ihre armen Herzen ergriffen, Mark 16, 5 bis 10, jetzt vertrieb sein, fürchtet euch nicht alle Furcht, brachte sein, Friede euch sie zur Ruhe, erfüllte sich das Wort, aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch, Jo 16, 22. Damit dies so sei, hat er sich ihnen jene 40 Tage hindurch in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, und so wurden sie die denkbar zuverlässigsten Zeugen seiner Auferstehung, Abgeesch 1, 22. Und uns hat die Gnade Gottes es geschenkt, dass wir durch ihr Wort an ihn geglaubt haben, und ein siebenfaches, göttlich vollständiges Zeugnis bürgt nicht nur uns, sondern alle Welt dafür, dass Christus auferweckt worden ist am dritten Tage, nach den Schriften, Jo 17, 20, 1. Chor 15, 4-8. Wohl dem, der singen kann. Jesus lebt. Er lebt für mich, nie kann ich verlassen stehen, er, der mich erwarb für sich, lässt nur lieb und gnad mich sehen. Ob der Feind sein Haupt erhebt, dieses bleibt, mein Jesus lebt. Seite 10. Die Auferstehung. Gewaltige Zeugnisse waren dem lauten, triumphierenden Rufe des Sohnes Gottes gefolgt, mit dem er, sein Haupt neigend, nach vollbrachtem Werke seinen Geist übergab, um diese Erde wieder zu verlassen. Der Vorhang des Tempels zerriss und gab den Weg in die Gegenwart Gottes frei. Die Erde erbebte, die Felsen zerrissen, die Grüfte taten sich auf, so dass viele Leiber der entschlafenen Heiligen sie verlassen konnten, freilich nicht, ohne dem Erstling der Entschlafenen den Vortritt zu lassen, Matt 27, 51 folgende.
Der Speer des Kriegsknechts durchbohrte die Seite Jesu, und alsbald kam Blut und Wasser heraus, ein geheimnisvoller, göttlicher Beweis von der sühnenden und reinigenden Kraft des Erlösungswerkes, Jo 19, 33 folgende. Drei Zeugnisse von den gesegneten Ergebnissen des Todes Christi, aber alle überstrahlt von dem einen, von seiner Auferweckung durch die Herrlichkeit des Vaters, Römer 6, 4, seiner Auferstehung aus den Toten. Am Abend, noch ehe der Sabbat begann, erfüllte sich das Wort: Man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tode. Der Geist Gottes führt als kostbaren Grund dafür an, dass er, wir wissen es, kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist, Jes 53, 9. Ja, wahrlich, seinem Leibe gebührte die reine, feine Leinwand und die neue Gruft des reichen, ehrbaren Mannes, wo Seite 11. Noch nie jemand gelegen hatte, die noch durch keines Menschen Verwesung verunreinigt war, Matt 27, 57 folgende, Mark 15, 46, Luke 23, 53, Jo 19, 41. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging hinweg, Matt 27, 60. Sorgfältig verschloss Josef das Grab und legte damit, unpiust, den Grund zu dem später erfolgenden, unwiderleglichen Beweis für die Wirklichkeit seiner Auferstehung. Der Unglaube der hohen Priester und Pharisäer fügt dem ein weiteres hinzu, Matt 27, 62 folgende, sie erwirken bei Pilatus, gestützt auf ein Wort des Herrn, eine noch gründlichere Sicherung des Grabes. Sie erhalten eine Wache und versiegeln den Stein, und glauben so alles getan zu haben, um künftig vor dem verhassten Namen des Nazareners Ruhe zu haben. Ach, wie täuschten sie sich! Weder der sehr große Stein, Mark 16, 4, noch die Wache, noch die Siegel konnten den Fürsten des Lebens im Grabe halten, der Gewalt hatte, sein Leben wieder zu nehmen, wie er Gewalt hatte, es zu lassen, Jo 10, 18. Auch die Vorsorge, die die Feinde Jesu trafen, muss stets dem Beweis seiner Auferstehung dienen, sie wurde in ihrer Hand zu einer Waffe, deren Spitze sich gegen sie selber kehrte. Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria Stern, um das Grab zu besehen, Matt 28, 1. Welch rührenden Platz nehmen die Frauen in dieser ganzen Geschichte ein? Wir finden sie bei dem Kreuze stehend oder doch von ferne zusehend, und bei der Grablegung, um zu sehen, wo er hingelegt wurde, Jo 19, 25, Mark 15, 40, 41, 47. Dann bereiteten sie Spezer ein und ruhten den Sabstern die Mutter Jakobus und Joses, vielleicht die Mutter des Herrn, Vögel. Matt 27, 56-61 mit Mark 15, 47, 6, 3. Seite 12. Bat über nach dem Gebot, Luke 23, 56. Hier, Matt 28, 1, sehen wir sie abermals am Grab, am Abend des Sabbats his, ehe der erste Wochentag mit der hereinbrechenden Dunkelheit begann, dann wieder sind sie mit dem Kauf und der Bereitung von Salben beschäftigt, Mark 16, 1. Am anderen Morgen, als es noch finster war, eilt die in fast allen diesen Fällen besonders erwähnte Maria von Magdala allein hinaus, Jo 20, 1 folgende, und ihr sehen wir später, als die Sonne aufgegangen war, die übrigen Frauen folgen, Matt 28, 5 folgende, Mark 16, 2 folgende, Luke 24, 1 folgende. Siebenfach finden wir die Frauen mit einem solch rührenden Beweis ihrer Zuneigung erwähnt, zu einer Zeit, wo die Jünger des Herrn fast ausnahmslos geflohen waren. Vom zweiten Verse unseres Kapitels, Matt 28, an werden uns dann, wie ich nicht zweifle, Stern,
die Ereignisse am Morgen des Auferstehungstages selbst berichtet. Ein großes Erdbeben geschah, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel hernieder, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz, und sein Kleid weiß wie Schnee. Von dem Vorgang der Auferstehung selbst hören wir nichts, weder hier noch anderswo, nur Markus teilt mit, dass sie früh am ersten Wochentage stattfand. 16, 9. Gott sandte einen seiner Diener herab, nicht, um dem Sohne Gottes den Weg aus dem Grabe zu bahnen, wie hätte es dessen bedürft, sondern um durch die Öffnung der so sorgfältig verschlossenen und gesicherten Gruft durch Engelhand alle Welt ein untrechtügliches Zeugnis von dem leeren Grab, von der Wirklichkeit der Auferstehung, zu geben. Nur Matthäus erwähnt alles dies, die Berichte der anderen Evangelisten setzen erst Vögel. Mark 16, 9 am Seite 13. Später ein, sie sind es auch, die uns klar erkennen lassen, dass die Frauen bei dieser feierlichen Öffnung des Grabes noch nicht wieder zugegen waren. Aber wohnten denn diesem Ereignis keine Zeugen bei? Null gewiss. Wir lesen, aus Furcht vor ihm, dem Engel, bebten die Hüter und wurden wie Tote, Matt 28, 4. Durch etliche von ihnen erfuhren, wenig später, die hohen Priester und Ältesten die Wahrheit, die Flucht der erschreckten Kriegsknechte, denen es das Leben kosten konnte, dass sie ihren Posten verließen, und ihr Bericht waren für sie der unwiderlegliche Beweis der geschehenen Auferstehung, sie hätten es sonst nicht nötig gehabt, zu dem letzten, verzweifelten Mittel der Lüge und Bestechung zu greifen, Matt 28, 11 folgende. Ach, was ist der Mensch? Ob vor, ob hinter dem Kreuze, ja, selbst angesichts des leeren Grabes, immer stand er im Widerstreit gegen Gott, aber immer kommt ihm auch der Kampf wieder die Wahrheit teuer zu stehen. Hatten sie anfangs nur 30 Silberlinge zur Erreichung ihrer Ziele gebraucht, so kostete es sie jetzt Geld genug, und es kann wohl sein, dass sie bis an ihr Ende um den Preis ihrer Seele geirrt haben. Welch eine Verantwortung trifft diese Feinde des Herrn? Diese Rede ist bei den Juden ruchbar geworden bis auf den heutigen Tag. Bis auf den heutigen Tag liegt, so lesen wir anderswo, selbst beim Lesen des Alten Bundes die Decke auf ihrem Herzen, 2. Chor 3, 14-15. Warum? Weil sie der so sicher bezeugten Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten nicht geglaubt haben. Und geben wir uns im Blick auf dieses herrliche Ereignis einem Zweifel hin, in der Tat. Wir wären die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen, 1. Chor 15, 19-20. Seite 14. Als er starb, ging sein Geist in das Paradies Stern, Luk 23, 43, seinen Leib legte man in das Grab, aber er hat, oh Wunder! Obwohl er 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde Stern Stern war, dort nicht die Verwesung gesehen. Und er blieb dort nicht. Nein! In der Frühe des ersten Wochentages hat Gott, zur Krönung des am Kreuze vollbrachten Werks, ihn auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben behalten würde, ab Gesch 2, 24 bis 31, PS 16, 8 bis 11. So wurde er, unser geliebter Herr, als Sohn Gottes in Kraft erwiesen dem Geiste der Heiligkeit nach Durchtotenauferstehung, Röm 1, 4, und kam als das Haupt einer neuen Schöpfung, als der Erstgeborene aus den Toten, aus dem Grabe hervor, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe, Kol 1, 18. Stern nicht an den Ort der Qual, geschweige denn in die Gehenna, die Lehre von einer Höllenfahrt Christi ist ebenso verwerflich wie die, dass er noch den Geistern verlorener Menschen gepredigt habe. Stern Stern die H im Grabe, die Zeitangabe nach jüdischer Rechnung, Matt 12, 40. Seite 15. Maria Magdalene.
Als er aber früh am ersten Wochentage auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalene, Mark 16, 9. Wer war diese Maria Magdalene? Wir begegnen ihr zum ersten Mal in Luk 8, unter jenen vielen Galiläerinnen, die Jesu nachfolgten und, wie es so schön heißt, ihm dienten mit ihrer Habe. Sie hatten viel Grund dazu, denn sie waren durch ihn von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden. Und vollends hatte die aus dem kleinen Flecken Magdala stammende Maria Grund dazu, denn von ihr hatte der Herr, wie zweimal erwähnt wird, 7 Dämonen ausgetrieben, Mark 16, 9, Luk 8, 2. In völliger Weise hatte der Fürst der Gewalt der Luft sie in Besitz gehabt, kein Wunder, dass sie dem, der sie aus solcher Knechtschaft befreit hatte, zugetan war mit der ganzen Kraft ihres Herzens. Schon bei einer früheren Gelegenheit deuteten wir an, dass es kaum etwas Lieblicheres in den Evangelien gibt, als das Verhalten und der Dienst dieser dem Herrn hingegebenen Frauen. Eine freilich wird in der Auferstehungsgeschichte des Herrn nicht mehr erwähnt, Maria von Bethanien. Diese war in ihrer Zuneigung und ihrem Verständnis für den Herrn ihren Schwestern weit vorausgeeilt und wurde so die einzige, die seinem heiligen Leibe die Ehrung, auf die nachher alle bedacht waren, erweisen dürfte, indem sie ihn im Voraus zum Begräbnis salbte, das Seite 16. Grab war leer, als die anderen Frauen kamen. Unter diesen aber nimmt, was die Kraft der Zuneigung zu ihrem Herrn betrifft, die immer wieder erwähnte Maria von Magdala ohne Zweifel den hervorragendsten Platz ein. Wir fanden sie am Kreuz und am Grab, wir sahen sie dort wiederum, ehe noch der Sabbat ganz vergangen war, dann in der Stadt, um, sobald es nur möglich war, mit ihren Genossinnen zu den schon bereiteten Salben noch weitere wohlriechende Spezereien hinzuzukaufen, Luk 23, 56, Mark 16, 1, und, früher als die anderen, ist sie schon wieder auf dem Weg, um dort zu sein, wo sie ihren Herrn hingelegt hatten. An dem ersten Wochentage aber kommt Maria Magdalene früh, als es noch finster war, zur Gruft und zieht den Stein von der Gruft weggenommen, Jo 20, 1. Die anderen Frauen kamen, als die Sonne aufgegangen war, Mark 16, 2, sie, als es noch finster war, sie scheute sich nicht, ganz allein den in der Dunkelheit gleich gefährlichen wie beschwerlichen Weg zur Stadt hinaus zu machen. Ja, als sie den Steinweg gewälzt und das Grab leer findet, läuft sie, sich abermals von den vermutlich inzwischen herbeigekommenen Genossinnen trennend, den gleichen Weg zurück, um den zwei Jüngern, die ihrem Herrn am nächsten gestanden hatten, ihre Not zu melden. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Jo 20, 2. Maria, wie auch die beiden Jünger und die übrigen Frauen, sucht den Lebendigen unter den Toten. Der Mangel an Erkenntnis bei ihnen allen ist offenbar, aber bei Maria wird dieser Mangel überstrahlt durch das helle Licht der Zuneigung ihres Herzens. Es gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte, Jo 20, Seite 17. 10.11. Wie einzigartig und schön. Maria Magdalene ist, so sagt ein anderer Schreiber, äußerst unwissend, sie weiß nicht, dass Christus auferstanden ist. Davon, dass er Herr und Gott ist, kennt sie so wenig, dass sie meint, jemand habe seinen Leib weggenommen, aber Christus ist ihr alles, das Bedürfnis ihrer Seele, der einzige Wunsch ihres Herzens, ohne ihn hat sie kein Heim, keinen Herrn, mit einem Wort, nichts. Geliebter Leser, werden wir nicht beschämt, wenn wir einem solchen Herzensverlangen nach dem Herrn, der auch uns so geliebt hat, begegnen, und das bei einer schwachen Frau. Ach, unsere Herzen, obwohl mit viel größeren und herrlicheren Dingen bekannt als Maria, sind oft so kalt und so tot, so ohne Empfindungen für den, der diese großen und herrlichen Dinge uns durch die Dahingabe seiner selbst verschafft hat. Wir ertragen Stunden,
ja vielleicht Tage der mangelnden Gemeinschaft mit ihm, und sind vielleicht sogar imstande, dies nicht einmal als besondere Einbuße zu empfinden. Ich sage noch einmal, wie beschämend für uns. Maria Magdalene war die erste am Grabe in der Frühe des Auferstehungsmorgens. Maria Magdalene bleibt, nachdem alle anderen wieder gegangen waren, dort allein zurück, sie vergießt Tränen, weil sie ihren Herrn nicht findet und nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben, aber durch diese Tränen hindurch sollte ihr Auge bald darauf diesen ihren Herrn schauen, nicht seinen Leib nur, sondern ihn selbst, den Auferstandenen aus den Toten. Die beiden Jünger, die übrigen Frauen, alle hatten das leere Grab wieder verlassen. So war Maria Magdalene wieder ganz allein, sie stand bei der Gruft draußen und weinte, Jo 20:11. Doch hatte der flüchtige Blick in das Grab sie auch Seite 18 nicht getäuscht. Zumindest konnte sie drinnen nicht irgendeinen Anhaltspunkt über den Verbleib des Herrn finden. Was sie nun auch geleitet haben mag, in ihrem Schmerz bückt sie sich vornüber in die Gruft, und dort wird nun auch ihr Blick von dem Gesicht von Engeln, Luk 24:23, gefesselt, von dem wir in allen Evangelien hören. Zwei dieser himmlischen Wesen sitzen dort, in weißen Kleidern, einer zu dem Haupte und einer zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte, Jo 20:12. Vor dieser wunderbaren, überirdischen Erscheinung, deren Ansehen war wie der Blitz, hatten die Hüter vor Furcht gebebt und waren wie Tote geworden, und vor den Männern in strahlenden Kleidern hat auch die übrigen Frauen Zittern und Bestürzung ergriffen, entsetzt sind sie von der Gruft geflohen, Matt 28:3-4, Mark 16:5-8, Luk 24:4. Bei Maria hören wir von dem allem nichts. Vor ihrem fassungslosen Weh tritt alles andere zurück, ihr liebendes Herz erfüllt nur der eine Gedanke. Darum gilt auch, es ist alles so lieblich und schön, die erste Frage sowohl der Engel wie nachher des Herrn diesem ihrem Schmerz und der Ursache ihrer Tränen. Jene sagen zu ihr, Weib, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen, und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben, Jo 20:13. Es ist immer das Gleiche. Zu den Engeln sagt sie, was sie zu Petrus und dem anderen Jünger gesagt, und auch nachher, dem vermeintlichen Gärtner gegenüber, sind es ähnliche Worte. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Ihren Herrn, der sie von 7 Dämonen befreit, der 3 Jahre lang ihr Leben mit neuem, nie gekanntem Inhalt erfüllt hatte, der ihr ein und alles war. Hatten ihn nicht nach seinem schmachvollen, schrecklichen Tode Seite 19 Wände Hände sorgsam ins Grab gebettet. Und nun hatten ihn diese Menschen, diese Feinde Gottes und Diener Satans oder wer immer es war, aus der Gruft genommen, hatten ihr die Möglichkeit geraubt, dort zu sein, wo er war, auch wenn es nicht mehr er selbst, sondern nur sein gestorbener, entseelter Leib war. Von einer Antwort der Engel, wie bei den anderen Frauen, lesen wir hier nichts. Der Schmerz Marias hatte einen anderen auf den Plan gebracht, statt der Diener deren Herrn, vor dem diese verstummen und sich in Ehrfurcht neigen, den Herrn, der es nicht über sich gewinnen konnte, solch liebendem Verlangen anders als in Höchsts eigener Person zu entsprechen. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück, offenbar fühlend, dass sie nicht mehr allein war und sieht Jesum stehen, und sie wusste nicht, dass es Jesus sei, Jo 20:14. Ihr von Tränen verschleierter Blick erkennt ihn nicht, ihr in Unwissenheit befangenes Herz sucht, wir sagten es schon, den Lebendigen unter den Toten. Gewiss, es waren menschliche Gefühle und ein Begehren im Unverstand, aber der Gegenstand ihres Herzens war der Herr Jesus. Wäre es mehr so bei uns? Wir wissen oft so viel, wir tun uns vielleicht etwas zu gut auf unseren klaren Blick, auf unser Arbeiten und Ausharren, da wo Gott uns hingestellt hat. Wie aber steht es mit unserer Zuneigung zu ihm? Ist Jesus, der Herr, unseres Herzens Gegenstand,
ist all unser Wünschen und Sehnen auf seine kostbare Person gerichtet. Ist es nicht köstlich zu sehen, dass der Herr dieser Frau von allen zuerst erscheint, dass er, ehe sie sich dessen versieht, selbst vor ihr steht, dass er es hier nicht wie bei den anderen Frauen den Engeln überlässt, die Kunde von seiner Auferstehung zu bringen, Seite 20. Gehen. Er nimmt deren Frage auf, fügt eine weitere hinzu, Weib, was weinst du? Wen suchst du? Denn er wünscht, wie bei Maria so auch bei uns, dass das Begehren des Herzens auch in seiner Gegenwart Ausdruck finde. Und dies geschieht in einer abermals überaus lieblichen Form, denn sie spricht zu ihm, in der Meinung, dass es der Gärtner sei, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen, Jo 20, 15. Sie nennt keinen Namen, sie sagt nur ihn, denn sie setzt ohne weiteres voraus, dass jedermann wissen müsse, von wem sie redet, und sie sagt auch, ich werde ihn wegholen, indem sie ganz vergisst, dass sie, die schwache Frau, dazu nie und nimmer imstande sein würde. Diese Liebe überwältigt das Herz des Herrn. Der gute Hirte, der für seine Schafe sein Leben ließ, der es dann wieder nahm, ruft jetzt sein Schäflein mit Namen, und diesem wiederum ist die Stimme des Hirten, die da so unvergleichlich zu ihrem Herzen tönt, so wohlbekannt, so vertraut, dass sie sogleich weiß, obwohl sie ihm noch den Rücken kehrt, dass er, der Todgeglaubte, da vor ihr steht und redet. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni. Das heißt Lehrer, Jo 20, 16. Zugleich hat sie, wie könnte es anders sein, sich ihm zu Füßen geworfen, um ihn zu umfassen, um ihn nie mehr zu lassen. Doch das konnte nicht sein. Er stand nicht im Begriff, dem Israel in dieser Zeit das Reich wiederherzustellen, Abgeh 1, 6, und leiblich in der Mitte der Seinen auf dieser Erde zu wohnen. Sein Ich komme wieder, hatte eine andere Tragweite und einen anderen Sinn, die Erlösung hatte etwas viel Seite 21. Höheres zu Wege gebracht, eine Stätte für die Erlösten in den vielen Wohnungen in dem Hause seines Vaters im Himmel. Darum heißt es hier, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Dort muss stehe er, der auferstandene Herr, zuvor seinen Platz zu Rechten des Vaters einnehmen. Und die liebende Jüngerin, die trotz allen Unverstands so nach ihrem Herrn und Meister verlangt hatte, wurde nicht nur der erste Mensch, dem er sich in einem sicheren Kennzeichen lebendig darstellte, sondern auch der erste, dem das Geheimnis der Neuen, durch ihn den seinen erworbenen Stellung mitgeteilt und gleichsam anertraut wurde. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott, Jo 20, 17. Geliebter Leser, so sprach der auferstandene Herr, der durch seine Liebe bis in den Tod und durch seinen willigen Gehorsam gegen Gott die Seinen in die Stellung gebracht hat, die er selbst vor seinem Gott und Vater einnimmt, indem er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Aber vergessen wir auch nicht, wem er zuerst diese Botschaft anertraut und warum er dies getan hat. Glücklichen Herzens verlässt Maria das leere Grab, wo sie ihren Herrn erst mit so viel Schmerzen und Tränen gesucht hatte, und kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen, und er dies zu ihr gesagt habe, Jo 20, 18. Seite 22. Die Frauen am Grabe. Und sehr früh am ersten Wochentage kamen sie zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, Mark 16, 2. So heißt es von den anderen galiläischen Frauen, jener anderen Maria, der Mutter des Jakobus und Joses, der Salome, dem Weibe des Zebedäus, der Johanna, offenbar dem Weibe Chusas, des Verwalters Herodes, Luk 8, 3, und den übrigen mit ihnen, während wir Maria Magdalene schon früher am Grabe sahen, Stern auch diese Frauen kamen also ganz in der Frühe, und wir erfahren auch, zu welchem Zweck,
Sie brachten die Spezier ein, die sie bereitet hatten, Luk 24, 1. Der Gedanke, dass der Herr auferstanden sei, lag ihnen so fern, dass sie nur darauf bedacht waren, das Werk der Einbalsamierung, das Nikodemus begonnen hatte, Jo 19, 39, 40, zu vollenden, um der Verwesung so lange wie möglich Einhalt zu tun und ihren toten Herrn und Meister nach jüdischer Sitte zu ehren. Damit kamen sie, wie wir schon sahen, zu spät, und wie anders wäre überhaupt ihr Verhalten gewesen, wenn sie des Wortes des Herrn von seinem Auferstehen am dritten Tage Stern nach Luk 24,10 könnte man annehmen, dass Maria Magdalene auch bei dieser Gelegenheit zugegen war, doch glaube ich, dass Luk 24,10 bis 12 nur eine zusammenfassende Bedeutung hat und keine chronologische, wie bei Lukas so oft. Seite 23. Gedacht hätten. Dann würde gewiss das Grab für sie kein Interesse mehr gehabt haben. Stern zu diesen unnötigen Bemühungen kam eine nicht minder unnötige Sorge hinzu. Sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wälzen? Aber als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist, denn er war sehr groß, Mark 16, 3-4. Wem unter uns hätte diese kleine, scheinbar nebensächliche Begebenheit nicht etwas zu sagen? Wie mancher, sehr große, Sorgenstein hat nicht schon unser Herz beschwert, und wir mussten dann zu unserer nicht geringen Beschämung feststellen, dass eine unsichtbare Hand ihn schon beiseite geräumt hatte. Wie manche Tür, die uns so fest verschlossen schien, war offen, sobald wir nur aufblickten. Wir hatten nichts weiter zu tun, als einzutreten, wie es nun auch die Frauen taten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht, Luk 24, 2-3. So sollte zu den unnötigen Bemühungen und Sorgen nun auch noch eine unnötige Verlegenheit kommen. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Kleidern bei ihnen, Luk 24, 4. Gott hatte seine Diener gesandt, hatte auch hier Vorkehrungen für sie getroffen, wann ließe er es an seiner herablassenden, geduldigen, nie ermüdenden Fürsorge fehlen? Das Gesicht von Engeln, das uns in der Geschichte der Maria Magdalene schon beschäftigt hat, ist in mehr als einer Hinsicht interessant, so auch in der verschiedenen Darstellung je nach dem Charakter des Evangeliums. Da, wo es sich um den Messias-Mann vergleiche, hiermit das völlig andere Verhalten der Gläubigen bei der Erwartung des Heiligen Geistes, Apgesch 1, 14. Seite 24. Handelt, ist es ein Engel des J-Herrn, Jehovas, der Herr niederkommt, sein Ansehen war wie der Blitz, und sein Kleid weiß wie Schnee, Matt 28, 2-3. Auch im Johannesevangelium sind es Engel, 20, 12. Anders sonst, im Markus-Evangelium, wo der Herr als der Diener Gottes gesehen wird, sitzt ein Jüngling Stern zur Rechten, bei Lukas wieder sind es einfach zwei Männer, in Übereinstimmung mit dem Charakter des Herrn als des abhängigen Menschen, Mark 16, 5, Luk 24, 4. Wie vollkommen ist Gottes Wort? Wie dürfen wir uns seiner Betrachtung im vollen Vertrauen zu der Göttlichkeit seines Ursprungs hingeben? Die unnötige Verlegenheit der Frauen wird nun, abermals unnötig, zu Schrecken und Furcht, ob der himmlischen Boten, die doch um ihretwillen dastanden oder saßen, entsetzten sie sich, wurden sie von Furcht erfüllt und neigten das Angesicht zur Erde, Mark 16, 5, Luk 24, 5. Ach, wir verstehen sie gut. Und dennoch, was da geschehen war, war wohl ein Anlass zu Entsetzen und Furcht für die Welt, wie sie vor dem in den Hütern des Grabes vertreten war, nicht aber für die, die ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, durch die Gnade angehörten. Fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Christum, den Gekreuzigten, suchet. Er ist nicht hier,
denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat, Matt 28, 5-6, Mark 16, 6. Fürchtet euch nicht, rief einst schon ein Engel des Herrn den Hirten bei Bethlehem zu, denn euch ist heute ein Erretter geboren. Aber der Weg dieses Heilands, der dort als ein Kindlein in der Krippe lag, ging so ganz anders als sie gedacht hatten, ging Stern-DH ein jüngerer, untergeordneter Diener, es ist das gleiche Wort, das auch für einen Knaben oder Knappen gebraucht wird, Vögel. Abstgisch. 5, 6. Seite 25. Ans Kreuz, in den Tod und ins Grab. Und abermals kam ein Engel des Herrn, um den Bekümmerten seinen ein Fürchtet euch nicht und ein großes Glück, eine große Freude, zu verkündigen. Denn wo irgend Satan, wie er wohl weiß, für immer, das Anrecht an eine Menschenseele verlor, ist es stets sein eifriges Bemühen gewesen, sie mit Furcht und Schrecken zu erfüllen. Wie bedrückt solche Furcht das Herz, wie macht sie es kraftlos und unfähig, sich der vollen Segnungen seines vollbrachten Werkes zu erfreuen. Darum, geliebter Leser, wer du auch seist, wenn du nur zu den erneuerten Seelen gehörst, dann gilt dir auch sein, fürchte du dich nicht, dass er hier durch Engelmund den Frauen am Grabe zurief, und auch sein, ich weiß, dass du nämlich, im Grunde deines Herzens, Jesum, den Nazarener, den Gekreuzigten, Mark 16, 6, und die Gemeinschaft mit ihm, dem von allen Verachteten, suchst. Höre darum, dass es noch ein anderes gibt, neben seiner Erniedrigung seinen herrlichen, unergründlichen Sieg und Triumph über Satan, Sünde, Tod und Grab, ach, wie werden wir uns dereinst alles törichten, unnötigen Tuns, aller unnötigen Sorge, Verlegenheit und Furcht schämen. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er euch gesagt hat, Mark 16, 6-7. All das Unnötige, von dem wir sprachen, hat ja seinen Ursprung nur in der mangelnden Beachtung seines Wortes. Darum fügen die Engel ihren ermunternden Worten auch einen Tadel und eine Mahnung hinzu, was suchet ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenket daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, Luk 24, 5-6. Wie viel Trauer und Not, wie viel banges Fragen, Verlegenheit, Bestürzung und Furcht hätten sie sich erspart, wenn sie seine Worte, wie es Maria, die Mut, Seite 26, Ter des Herrn, getan hatte, in ihrem Herzen bewahrt hätten, Luk 2, 19-51. Auch Jakob bewahrte einst Josefs Wort, leider nicht lange genug, und ebenso rief der Sänger des 119. Psalmes aus, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, er wünschte es zu lernen, stets darauf zu schauen, darüber zu sinnen den ganzen Tag, ja, es nimmermehr zu vergessen, es zu bewahren und danach zu tun, ewiglich bis ans Ende. Ja, glückselig, die das Wort Gottes hören und bewahren, Luk 11, 28. Zu dem Zeugnis des Wortes kam noch ein weiteres hinzu. Kommet her, sehet die Städte, wo der Herr gelegen hat. Matt 28, 6, Mark 16, 6. Diese Städte war leer, er war nicht mehr dort, seinem Worte gemäß, und bald sollte der, den sie vergeblich unter den Toten gesucht, sich ihnen in einem der vielen sicheren Kennzeichen lebendig darstellen. Als die Frauen die Stätte gesehen hatten, wo sie ihn hingelegt hatten, das leere Grab, konnten sie den Jüngern die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn überbringen. Ja, dem Herrn lag daran, dass dies sogleich geschah, darum sagten die Engel, geht eilends hin und saget seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist, auch die übrigen der Seinen sollten nicht länger in Unwissenheit und Trauer bleiben. Ja, sie sollten ihn wiedersehen, ihre Traurigkeit sollte zur Freude werden, Jo 16, 20, er geht vor euch hin nach Galiläa, da selbst werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat,
Mark 16, 7. Welch eine Botschaft, doppelt verbürgt durch das Wort der Engel und des Herrn selbst. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch, Jo 16, 22. Und sie gedachten an seine Worte, Luk 24, 8. Seite 27. Aber ach, was ist das menschliche Herz? Hatten sie zuvor, als der Herr ihnen seinen Tod und seine Auferstehung in so deutlichen Worten ankündigte, das Gesagte nicht begriffen, Stern, so vermochten diese Worte auch jetzt, wo sie sie in einem neuen Lichte sahen, Luk 24, 7, ihre Herzen noch nicht völlig zur Ruhe zu bringen. Wohl gingen sie, dem Auftrage des Engels gemäß, eilends von der Gruft hinweg und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden, aber sie taten es mit Furcht und großer Freude, Matt 28, 8, die widersprechendsten Gefühle waren es, die sie zu solcher Eile antrieben. Ja, bei Markus lesen wir, sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich, Mark 16, 8. Wie gering ist oft die Wirkung seiner Worte auf unsere kleingläubigen, mit unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen erfüllten Herzen. Doch er ermüdet und ermattet nicht, ja, gerade unsere große Schwachheit ruft oft in beschämender Weise seine Herablassung und sein erbarmendes Entgegenkommen hervor, wie wir es nun auch hier bei den zwischen Furcht und großer Freude schwankenden Frauen sehen. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Matt 28, 9. Welch eine Begegnung! Aber wir fügen auch hinzu, welch ein Gruß! Zweimal hören wir diesen selben Gruß, der, wörtlich übersetzt, eigentlich, freut euch bedeutet, in der voraufgehenden Geschichte des Herrn, Vögel. Matt 16, 22, 17, 23, Mark 9, 32, Luk 9, 45, 18, 34. Wir lesen in den Evangelien von einer dreimaligen ausdrücklichen Ankündigung, Matt 16, 21, 17, 22, 20, 17, Mark 8, 31, 9, 31, 10, 32, Luk 9, 22, 44, 18, 31. Seite 28. Dort aber aus Menschenmund und in frevelhaftester Weise an ihn selbst gerichtet. Sei gegrüßt. Freue dich. So scheute sich Judas nicht, den Herrn anzureden, als er ihn mit einem Kuss verriet, und mit demselben Gruß fielen die Kriegsknechte mit der über ihn versammelten ganzen Schar vor dem mit der Dornenkrone und dem scharlachroten Mantel geschmückten Herrn auf die Knie, indem sie ihn verspotteten, anspien und auf das Haupt schlugen, Matt 26, 49, 27, 29. So begegnete der Mensch, ob Jude oder Heide, dem Herrn der Herrlichkeit. Ja, er tat noch mehr, er gab ihm am Kreuz den Platz des Fluches und der tiefsten Schmach, den Platz, der allein ihm, dem Menschen selbst, gebührte. Nach Gottes gnädigem Ratschluss aber wurde das der Weg, um einigen wenigen, schwachen, diesem verachteten Nazarener im Glauben zugetanen Seelenheil und ewige Freude zu verschaffen. Ihnen galt darum der Freudengruß des gekreuzigten und Auferstandenen, seid gegrüßt, als sie, noch immer voller Bestürzung und Furcht, von dem eben von ihm verlassenen Grabe zurückkehrten. Nicht lange danach aber sollten die Himmel widerhallen von einem Gruß, wie er nie gehört worden war und nie wieder gehört werden wird, damals, als er als der Urheber ewigen Heils dort einging, von Gott begrüßt als der ewige Hohepriester seines Volkes, Hebräer 5, 9-10. Sein irdisches Volk wird einst durch ernste Gerichte gehen,
und wird ihn dann, wenn er zum zweiten Male auf diese Erde kommt, mit der bitterlichen Wehklage wahrer Busse begrüßen, wenn sie den sehen, den sie durchstochen haben, Sach 12, 10 folgende, auf BG 1, 7. Welch eine ergreifende Begrüßung wird das sein? Zuvor aber werden wir, die Seinigen der Gnadenzeit, ihm entgegengerückt werden in wohl Seite 29. Ken in die Luft in einem Nu, in einem Augenblick, dann werden auch wir, wie die Frauen, die vom leeren Grabe kamen, sein, freut euch. Seid gegrüßt. Vernehmen, und wir werden die Erfüllung dessen erleben, was wir auf dieser armen Erde so oft gesungen haben, dann wird alle Schwachheit enden, nie ein Herz von dir sich wenden. Jeder wird dich froh begrüßen, deine Liebe ganz genießen und anbeten dir zu Füßen. Herr Jesu, komm. Das, was der Maria Magdalene nicht erlaubt wurde, dürften in Übereinstimmung mit dem Charakter des Matthäusevangeliums diese Frauen tun. Stern, sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und huldigten ihm, dem König Israels, der, nach vollbrachtem Werke, mit den Geringen der Herde, seinen Brüdern, dem gläubigen Überrest Israels, fern von Jerusalem und dem Tempel wieder zusammentreffen wollte, auf dem Boden, wo er vorher mit seinem irdischen Volke in Beziehung getreten war, und allein in Beziehung treten konnte, nämlich in Galiläa. Die Botschaft des Engels wiederholend, spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und daselbst werden sie mich sehen, Matt 28, 10. Doch bevor sich die Jünger nach dort aufmachten, sollten auch sie noch, einzeln und gemeinsam, den Auferstandenen sehen, in Übereinstimmung mit wem dieser Unterschied Schwierigkeiten macht, der möge daran denken, dass uns weder Matthäus noch Markus auf die Höhen führt wie Johannes. Seite 30. Dem Wort, das er sich ihnen in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt hat, indem er 40 Tage hindurch von ihnen gesehen wurde, ab Gesch 1, 3. 31 Simon Petrus und der andere Jünger, alle die Frauen, die am Morgen des Auferstehungstages das Grab besuchten, erhielten, wie wir gesehen haben, einen Auftrag an die Jünger. Maria Magdalene aber war schon vorher aus eigenem Antrieb zu einigen von ihnen geeilt, um ihnen die Kunde von dem leeren Grabe zu bringen, und dass man den Herrn aus der Gruft weggenommen habe. Das Band, das sie mit dem Herrn verband, umfasste, wie es immer sein wird, auch die Geliebten seinen. Sie wusste, wo sie sich aufhielten, wusste auch, wer von ihnen das besondere Vertrauen ihres Herrn genossen hatte. Dort wendet sie ihre eilenden Schritte hin. Wir lesen, sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte. Jo 20, 2. Wir wissen, dass dieser so bezeichnete Jünger der Schreiber des Evangeliums selbst ist, vergleiche Jo 21, 20-24. Welch ein schöner Zug von ihm! Nirgends tritt er mit seinem Namen hervor, aber wiederholt nennt er sich den Jünger, den Jesus liebte. Von allem, was er von sich zu erwähnen weiß, steht ihm die Tatsache im Vordergrund, von diesem Herrn geliebt zu sein, und darum auch mögen wir ihn an den fünf Stellen, wo wir dieser Bezeichnung begegnen, Stern, auf einem besonderen Platze finden. Bei jenem letzten Abendessen ist er der Nächste beim Herrn, lehnte Stern Jo 13, 23-25, 19, 25-26, 20, 2-4, 21, 7, 21, 20 folgende Seite 32. Er sich an Jesu Brust, und er ist auch der einzige der Jünger, den wir bei dem Kreuze Jesu stehen sehen. Er ist der erste der Jünger am leeren Grab, wie auch der erste, der ihn am See Tiberias erkennt, und er sollte, seinem Dienste nach, bleiben, bis er kommt, indem er uns heute noch bezeugt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, 1. Jo 4, 19. Dennoch ist es von ungefähr,
dass der Geist Gottes gerade an dieser Stelle hier, Jo 20, einen schwächeren Ausdruck gebraucht, nämlich, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Weniger als sonst stand der Apostel hier, von dem Gang der Geschehnisse niedergedrückt und enttäuscht, im Genuss dieser Liebe, die sonst seinen Platz und seinen Weg bestimmte. Erst der Weckruf des Weibes veranlasste ihn, mit Simon Petrus zur Gruft zu gehen, und nachher gehen beide wieder heim. Einmal auf dem Weg, beschleunigen freilich auch sie ihren Schritt, die beiden aber liefen zusammen, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, Jo 20, 4. Welch ein merkwürdiger, vielsagender Wettlauf. Kam Johannes in dem Genuss der Liebe des Herrn zu kurz, so muss stehe dies bei Simon Petrus gewiss in einem weit größeren Maße der Fall sein. Sein Lauf stand dem des anderen Jüngers an Kraft und Schnelligkeit nach, ach. Wir verstehen es gut, denn er trug ja eine Last, wie sie schwerer wohl kaum gedacht werden konnte. Es war die Last seiner ihn tief niederdrückenden Schuld, und seit seinem dreifachen Fall war da keine Gelegenheit mehr gewesen, dem Herrn, den er verleugnet und so tief betrübt hatte, mit dem Bekenntnis seiner Schuld und der Bitte um Vergebung zu nahen. Ja, es schien, als sollte diese Gelegenheit nie wiederkommen. Was war doch seit jenem unvergesslichen Blick seines Herrn, seit den Tränen bitterer Reue, mit denen er den Hof Seite 33 des Kajaphas verließ, geschehen? Man nahm den Herrn von ihm weg, man brachte ihn ans Kreuz und ins Grab, ja, was sind das für Stunden und Tage für Simon Petrus gewesen? So blieb der Jünger, der früher an Eifer und Schnelligkeit seinen Mitjüngern um so viel voraus war, jetzt hinter dem Freunde zurück, dieser kam zuerst zu der Gruft, und sich vornüberbückend, sieht er die leinenen Tücher liegen, doch ging er nicht hinein, Jo 20, 4-5. Johannes findet die Worte Marias bestätigt und das Grab leer, und diese Feststellung scheint ihm für den Augenblick zu genügen. Da kommt Simon Petrus, ihm folgend, und ging hinein in die Gruft, Jo 20, 6, er versteht das Zögern des Johannes nicht, die alte Tatkraft bricht bei ihm durch, an dem Freunde vorbei geht er in die Gruft, seine innere Not zwingt ihn, sich Gewissheit über das Vorgefallene zu verschaffen. Da sieht auch er die leinenen Tücher liegen, und das Schweißtuch, welches auf seinem Haupte war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern besonders zusammengewickelt an einem Orte, Jo 20, 6-7. Alles wird dadurch klar. Die leinenen Tücher, das Schweißtuch, die Zeichen des Todes, sind da, aber sie liegen geordnet da, hätte Menschenhand ihn geraubt, nie würde das Grab so ausgesehen haben. Diese Ordnung war vielmehr der eindrucksvolle Beweis, dass der Herr ohne Kampf die Fesseln des Todes brach und als Sieger das Grab verlassen hatte, die ganze Waffenrüstung dessen, der die Macht des Todes hatte, lag dort, ein Zeichen des Triumphes, den der Stärkere über den Starken gehalten hatte, vergleiche Luk 11, 21-22, Kol 2, 15. Jetzt überzeugt sich Johannes auch. Dann ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte, Jo 20, 8. Das Seite 34. War gewiss nicht viel, der Glaube des Johannes ging in diesem Augenblick nicht über den eines Thomas hinaus, dem der Herr sagen muss, steh, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und geglaubt haben. Jo 20, 29. Die wahre Grundlage des Glaubens ist nicht das Sehen oder die Erfahrung, so unerlässlich sie ist, sondern das unrechtügliche Wort Gottes. Darum fügt auch der Heilige Geist im Falle dieser beiden Jünger hinzu, denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen muss, stehe, Jo 20, 9. Die glückliche Stunde kam, da er selbst ihnen das Verständnis für die Schriften öffnen sollte, Vergel. Luk. 24, 45. Es gingen nun die beiden Jünger wieder heim, Jo 20, 10.
Die gemachte Feststellung ist Ihnen für den Augenblick genug, das Werk Ihres Herrn, das zu einem siegreichen Abschluss gekommen war, beschäftigte Ihren Sinn, nicht aber die Person, nach deren Besitz die viel unwissendere Maria Magdalene doch mit allen Fasern ihres Herzens verlangte. Bei Simon Petrus ging es, wie es scheint, noch nicht einmal so weit wie bei Johannes, wir lesen, er ging weg nach seinem Hause und verwunderte sich über das, was geschehen war, Lukas 24, 12. Der Druck, der auf dem Herzen des bedauernswerten Jüngers lag, überschattete alles. Umso heller tritt nun die Gnade des Herrn ans Licht, die sich zu der begreiflichen, großen Schwachheit der seinen Herrn niederließ und im Besonderen sich des so tief gefallenen Jüngers erbarmte. Er hatte ja, noch ehe Petrus etwas von den Gefahren sah, ihn gewarnt und für ihn gebetet, dass sein Glaube nicht aufhöre, Lukas 22, 31-32. Und wie lautete die Botschaft der Engel an die das Grab aufsuchenden Frauen? Geht hin, saget seinen Jüngern und PE, Seite 35. Trus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Mark 16, 7. Ja, welch ein Mitgefühl hatte er mit dem, der ihn so sehr betrübt und verunehrt hatte. Wie lag ihm daran, dass vor allem dieser Jünger die Kunde seiner Auferstehung erhielte? Aber damit nicht genug, Simon Petrus sollte auch von allen männlichen Zeugen der Auferstehung zuerst, 1. Chor 15, 5, dem Auferstandenen selbst in Kürze begegnen. Wo und wie dies geschah, erfahren wir nicht, und ebenso wenig wird uns irgendetwas über den Inhalt dieses Zwiegespräches berichtet. Was dort geredet wurde, wie Petrus dort vor ihm im Staube lag, wie wir annehmen dürfen, bis er selbst ihn mit milder Hand vom Boden wieder aufrichtete, das war eine Sache zwischen dem Jünger und seinem Herrn, und der Heilige Geist hat in seiner Zartheit darüber für ewig die Decke des Schweigens gebreitet. Aber schon die Tatsache allein bewegte die übrigen Jünger so, dass sie denen, die am Abend in ihren Kreis traten, entgegenriefen, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen, Lukas 24, 34. Und diese Tatsache wird immer eine eindrucksvolle Sprache reden zu allen, die ihrer gedenken. Seite 36. Die Emmausjünger. 1. Nach diesem aber offenbarte er sich zweien aus ihnen in einer anderen Gestalt, während sie wandelten, als sie aufs Land gingen, Mark 16, 12. Stunden liegen zwischen dem bisher Betrachteten und dieser Begebenheit, die wir bekanntlich bei Lukas ausführlich geschildert finden. Der ganze Vormittag des Auferstehungstages war dahingegangen, Stern, aber trotz der Kunde der Frauen, dass er lebe und von ihnen gesehen worden sei, war der Bann von den Herzen der seinen noch nicht gewichen. So machten sich denn zwei von ihnen auf den Weg und gingen an selbigem Tage nach einem Dorfe, mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, Lukas 24, 13. Enttäuscht wandten sie der Stadt den Rücken, wo man ihren Herrn an das Kreuz geschlagen hatte, wo das Grab ihrer Hoffnung lag, sie wollten vergessen, was dort geschehen war, und konnten es nicht, sie unterhielten sich miteinander über alles dieses, was sich zugetragen hatte, Vers 14. Da hält es den auferstandenen Herrn nicht mehr, er muss sich zu diesen beiden Jüngern gesellen. Wie er der Weg von Jerusalem nach Emmaus betrug 60 Stadien oder etwas über 11 Kilometer gleich 2,5 Wegstunden. Da die beiden Jünger erst gegen Abend, zwischen 5 und 6 Uhr, in Emmaus eintrafen, ist anzunehmen, dass sie erst gegen 3 Uhr von Jerusalem aufgebrochen sind. Seite 37. Am Morgen unversehens hinter der weinenden Maria stand, wie er den flüchtenden Frauen mit seinem Fürchtet euch nicht entgegentrat, wie er selbst seines tief gefallenen Jüngers gedachte, so waren auch diese zwei ihm nicht zu gering, obwohl sie gewiss unter den seinen bisher nicht hervorgetreten waren. Und es geschah, indem sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging, Vers 15. Beachten wir, Jesus selbst, er in höchst eigener Person.
Auch hier unterredeten sich miteinander, die Jehova fürchteten, und er merkte auf und hörte, auch hier ließ sich der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Name der Heilige ist, herab, um bei dem zu wohnen, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen, Mal 3, 16, Jes 57, 15. Ich werde euch nicht als Waisen lassen, hatte er zu ihnen gesagt, ich komme zu euch, Jo 14, 18. Ach! Wer anders als er selbst hätte sie auch wieder aufrichten können in ihrem Schmerz, sie mit solch unwiderstehlicher Kraft von dem Wege des Kleinglaubens und der Verzagtheit zurückzubringen vermocht. Wir werden diesem Jesus selbst noch einmal in der Auferstehungsgeschichte begegnen. Freilich offenbarte er sich ihnen in einer anderen Gestalt und wurden ihre Augen gehalten, damit sie ihn nicht erkennten, Luk 24, 16. Auch Maria und die sieben am See Tiberias wussten nicht, dass es Jesus sei, und am Abend meinten die Jünger, sie sehen einen Geist, Jo 20, 14, 21, 4, Luk 24, 37, aber hier handelte es sich um eine offenbare Absicht. Hier lag dem göttlichen Meister daran, seinen Jüngern zuvor das geistige und dann erst das leibliche Auge zu öffnen. Ist es nicht ebenso mit Seite 38? Uns, hinsichtlich unseres Weges bis hin zum Ziel, bis wir dort vom Glauben zum Schauen gehen. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr wandelnd miteinander wechselt und seid niedergeschlagen, Vers 17. Welch ein merkwürdiger Fremdling doch! Ganz verwundert, fast vorwurfsvoll klingt die Gegenfrage des Kleopas, des einen von beiden, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen, Vers 18. Konnte wirklich jemand in Jerusalem gewesen sein, der nicht in den Bann der erschütternden Ereignisse, die sich dort zugetragen, gezogen worden wäre? Heute ist die Botschaft von dem, was auf Golgatha geschah, fast in der ganzen Welt bekannt, jedenfalls aber in den christlichen Ländern. Und dennoch bleiben die meisten Herzen unbewegt, und muss Gott klagend und anklagend zugleich über die Christenheit ausrufen, ach, dass du kalt oder warm wärest. Die Lauheit und Gleichgültigkeit, die uns allenthalben umgibt, ist ihm ein Gräuel und fordert sein Gericht heraus. Freunde, wie stehen unsere Herzen zu dem, was dort geschehen ist in jenen Tagen? Doch der Fremde, der eben wie die beiden Jünger selbst, die Tore Jerusalems verlassen hat, scheint wirklich ahnungslos. Er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass von Jesu, dem Nazaräer, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volke, und wie ihn die hohen Priester und Obersten überlieferten, um zum Tode verurteilt zu werden, und ihn kreuzigten, Luk 24, 19-20. Diesen großen Propheten, in dem Gott sein Volk besucht hatte, diesen Lehrer, von Gott gekommen, von Gott an ihnen erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, in ihrer Mitte, vor ihren Augen, geschehen, ihn, der Seite 39. Umherging, wohltuend und heilend alle, die von dem Teufel überwältigt waren, diesen Jesus hatten die berufenen Führer des Volks auf die schmachvollste Weise umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten, Luk 7, 16, Jo 3, 2, Abgesch 2, 22, 10, 38, 39. In der Tat, eine Begebenheit, an der auch der Gleichgültigste nicht vorübergehen konnte. Und da war dieser Fremdling, der von dem allem nichts wusste. Aber was wussten sie selbst denn davon? Hatten sie denn die wahre Bedeutung dieser Geschehnisse erfasst? Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Doch auch bei Alidetem ist es heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist, Luk 24, 21. Hatten sie denn wirklich vergeblich gehofft, mit allen,
die auf Erlösung warteten, in Israel. Gerade um dieser Erlösung willen erlitt er ja den Tod, sein Blut, das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken war die göttliche Grundlage davon geworden, und hatte er nicht klar und deutlich auch von diesem dritten Tage gesprochen? In den Ereignissen lag kein Grund zur Enttäuschung für sie, wohl aber in den eigenen, menschlichen Vorstellungen in den Herzen der Jünger. Genauso finden wir es hier. Aber auch etliche Weiber von uns haben uns außer uns gebracht. Der Bericht der Frauen über das leere Grab, über das Gesicht von Engeln und ihre Botschaft, dass er lebe, erreicht ihr Ohr, aber das, was sie jubeln machen sollte, gereicht ihnen nur zur höchsten Bestürzung und Verwirrung, Luk 24, 22-23. Gewiss, auch etliche von denen, die mit ihnen waren, gingen zu der Gruft und fanden es so, wie auch die Weiber gesagt hatten, was bedürften sie noch? Aber haften bleibt in ihren Herzen von alledem nur das, dass sie ihn nicht sahen, Luk 24, 24. Seite 40. Sie sehen nicht, dass er selbst vor ihnen steht, denn wie ihre Augen, so waren auch ihre Herzen gehalten. Zweite. Ihn aber sahen sie nicht. So hatten die beiden Jünger ihren Bericht an den Fremdling geschlossen, der sich zu ihnen gesellt hatte. Immer kehrt, auch bei ihnen, das ihn und er in ihrer Rede wieder. Menschliche Vorstellungen, getäuschte Hoffnungen hatten ihr Herz erfüllt, aber der tiefste Grund ihrer Traurigkeit war doch, dass er, ihr über alles geliebter Herr, so jäh von ihnen genommen wurde. Damit ist der Augenblick für den Herrn gekommen, nun selbst den Mund zu öffnen. Das Verlangen nach seiner Person stillt er so gern. Aber wie er es tut, das ist wiederum bemerkenswert, er richtet ihre Blicke nicht auf seine leibliche Anwesenheit, sondern zunächst auf das untrechtügliche Wort Gottes, das Zeugnis der Schriften, Vögel. Jo 5, 39. Und er sprach zu ihnen, null ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Luk 24, 25. Der Getadelte wird selbst zum Tadler. Bist du der Einzige, der nicht weiß, hatten sie gesagt und mussten nun hören, dass sie die Unwissenden, die Unverständigen waren. Wie belehrend für uns! Wie oft glauben wir, etwas zu wissen, und treten womöglich in diesem Bewusstsein auf, um dann aus seinem Munde ein ernstes, du weißt halt nicht, hören zu müssen, Vögel. Jo 3, 2.10, auf BG. 3, 17. Möchten wir mehr auf das Ausharren und die Ermunterung der Schriften achten? Sie allein sind der wahre Grund für unsere Füße, sie allein sind vermögend, weise zu machen zur Seligkeit durch den Glauben. Denn der Glaube muss mit diesem Wissen Hand in Seite 41. Hand gehen. Weder die Verkündigung noch das Lesen des Wortes nützt uns etwas, wenn beides nicht mit dem Glauben vermischt ist. Welch ein Verlust für uns, wenn der Glaube nicht tätig ist, wenn wir in dieser Hinsicht träge, schwerfällige Herzen haben. Auch für diese Jünger war es, wie wir gesehen haben, ein großer Verlust gewesen, dass sie trägen Herzens waren, zu glauben an alles, was die Propheten geredet hatten, Vögel. Abgeesch. 24, 14. An alles. Manches hatten sie geglaubt, doch zumeist nur das, was zu ihren menschlichen Vorstellungen, ihren Hoffnungen passte. So waren sie an der Hauptsache vorübergegangen, an jenem großen Muss, auf das der Herr jetzt wie auch am Abend ihre Herzen in besonderer Weise hinlenkt, muss stehe nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Luk 24, 26, Vögel. Vers 46. Welch ein gesegnetes und doch furchtbares Muss. Nicht nur, dass er vieles leiden und in die Hände sündiger Menschen überliefert werden muss stehe, er muss stehe auch unter die Gesetzlosen gerechnet werden. Ich habe eine Taufe, sagte er, womit ich getauft werden muss, Luk 12, 50,
Und diese Taufe bestand in dem Gericht, das Gott in seinem Sohne über die Sünde bringen muss. Nicht nur die Herzen des Volkes verschlossen sich Christo, sondern auch der Himmel, das Antlitz Gottes verhüllte sich vor ihm, als er dort zwischen Himmel und Erde hing, ein Ausgestoßener, ein von Menschen und Gott verworfener. Denn gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jo 3, 14-15. Ein solch vollkommenes Werk konnte nicht ohne Seite 42 Krönung sein, zum Beweise dessen, dass es vollbracht war, musste er am dritten Tage auferstehen, er triumphierte über den Tod, wie es denn nicht möglich war, dass er von demselben behalten würde, Apg 2, 24. Alles dies und noch vieles mehr dürften gewiss diese zwei unbekannten Jünger auf ihrem Wege von dem Fremdling in ihrer Mitte hören. Und von Moses und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf, Luk 24, 27. Welch eine Unterweisung aus dem Munde des Herrn muss das gewesen sein. Da wird nicht einer unter uns sein, der nicht gern dabei gewesen, auch nicht einer, dessen Herz dabei nicht warm, nicht brennend geworden wäre, Vers 32. Das ist es, was unsere von Natur kalten und toten Herzen bedürfen. Aber lässt er sich nicht heute noch ebenso zu jedem von uns herab? Will er sich nicht ebenso gern auch zu uns gesellen? Wenn unsere Augen auch noch gehalten sind, so dass wir ihn leiblich nicht sehen, so will er doch, unsichtbar gegenwärtig, jedem von uns durch sein kostbares, einzigartiges Wort persönliche Belehrung schenken. Besitzen wir doch heute sein ganzes Wort, und die Frage ist nur, ob wir es gern zur Hand nehmen, alle Schriften, von Moses und allen Propheten an bis zu seinem letzten Zeugnis hin und mit einem Herzen, das bereit ist, allem, was darin geredet ist, zu glauben. Dann wird uns der weite und beschwerliche Weg nicht zu lang, und es wird uns, je länger je mehr, so gehen wie den Emmausjüngern. Und sie nahten dem Dorfe, wohin sie gingen, und er stellte sich, als wolle er weitergehen, Luk 24, 28. Schneller als sie geglaubt waren sie am Ziel, viel zu schnell, denn ihr Begleiter schickt sich an, trotz der Seite 43. Hereinbrechenden Nacht seinen Weg fortzusetzen. Welches Anrecht auch hätte er, der Fremdling, gehabt an ihr Haus und ihren Tisch? Er wäre weitergegangen, in das Dunkel hinaus, wenn sie ihm nicht ihre Gastfreundschaft angeboten hätten. Welche Zarte des Gefühls, wie ist alles an ihm so lieblich und vollkommen schön? Stern wie aber hätten sie ihn seines Weges ziehen lassen können. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend, und der Tag hat sich schon geneigt, Luk 24, 29. Diese ihre Rücksichtnahme auf den Fremden war sicherlich ehrlich gemeint, vor allem aber wünschten sie selbst seine Gegenwart noch länger zu genießen. Darum nötigten sie ihn, traten ihm in den Weg Stern Stern wie mag er sich über dieses Drängen, dieses Zureden gefreut haben. So nötigte auch Lydia, die Purpurkrämerin, die Knechte des Herrn in ihr Haus, nachdem der Herr ihr Herz aufgetan, so dass sie Acht gab auf die Worte Gottes, Apg 16, 14-15. Geliebter Leser! Wie steht dein Herz zu ihm, in diesem Augenblick, wo du dieses liest? Möchtest du ihm nicht auch in den Weg treten, dass er ja nicht weitergehe? Oder ist dein Herz von anderen Dingen erfüllt, wie das der Gadaräner, denen die unreinen Tiere mehr wert waren als er, und die ihm darum zuredeten, aus ihren Grenzen Weg zu gehen, Mark 5, 17. Dieses erstellte sich ist also, wie es sich ja von selbst versteht, nicht etwa Verstellung oder leere Redensart, der Honig menschlich unwahrer Höflichkeit war von dem vollkommenen Speisopfer seines Lebens ebenso ausgeschlossen wie der Sauerteig, Vögel. 3. Mose 2, 11.
Stern Stern in dem mit nötigen, übersetzten griechischen Wort liegt eine Anwendung von Gewalt, ein ähnlicher Ausdruck, wie wir ihn in Mat. 11, 12 und Luk. 16, 16 finden. 44. Der Herr drängt sich niemand auf, aber dem Zureden der beiden Jünger vermochte er nicht zu widerstehen, er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Ihr Nötigen ermöglichte es ihm, sein Werk an ihren Herzen zu vollenden. Dritte, so war denn der Fremdling bei ihnen eingekehrt und hatte an ihrem Tische Platz genommen. Aber wie merkwürdig, dass er von vornherein die Rolle des Hausherrn, des Gastgebers, übernimmt, obwohl er doch der Eingeladene, der Gast war. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot und segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen, Luk 24, 30. Wir sind damit zu der dritten Szene unseres kostbaren, in allen seinen Teilen so zu Herzen gehenden Abschnitts gelangt, und in ihr steht diese Handlung des Herrn offensichtlich im Vordergrunde. Wir wissen heute wohl, dass ihm in der Mitte seiner Jünger kein anderer Platz als der, den er einnahm, gebührte, auf jene aber muss stehe es in hohem Maße überraschend wirken. Mit welch unnachahmlicher Gebärde nahm er das Brot? Wer segnete es so, wer dankte so innig für diese gute Gabe Gottes? So wie er, teilte niemand Speise aus, wie verwundert mögen sie doch zu dem Fremden aufgeschaut haben. So hatte er es mit den 5 und den 7 Broten getan, so auch, bei jenem letzten, unvergesslichen Zusammensein, mit dem einen, das seinen für uns dahingegebenen Leib darstellte, Matt 14, 19, 15, 36, 26, 26. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, Luk 24, 31. Nie werden sie gewiss diesen Augenblick vergessen haben. Der Klang seiner Stimme offenbarte der Maria, wer da hinter ihr stand, Seite 45. Hier war es seine gütige, segnende Hand, die bewirkte, dass der Schleier von den Augen der beiden Jünger wich, die sie erkennen ließ, dass er selbst sich auf dem Wege zu ihnen gesellt und sie so einzigartig aus dem Worte Gottes unterwiesen hatte. Oder war es noch mehr? Gewiss hatte seine Handlung, die der damaligen Sitte entsprach, Vögel. Abgeesch. 27, 35, nichts mit dem Abendmahl zu tun, und doch erinnerte das Brechen des Brotes an seinen Tod. Der Gestorbene stellte sich ihnen als der Lebendige dar, als der aus den Toten Auferstandene. Alle Trauer, alle Enttäuschung wich, mit geöffneten Augen schauten sie den Lebenden aus den Toten. Welch ein Augenblick, wenn eine gläubige Seele dies heute versteht, und was wird es erst sein, wenn wir einmal alle vom Glauben zum Schauen gehen? Dann werden wir ihn sehen, wie er ist, ihn, der so treulich den ganzen Weg mit uns ging und nicht abgelassen hat, uns durch die Kraft seines Wortes und Geistes zu belehren und zu ermuntern. Freilich, noch sind wir nicht so weit, und doch ist es ein Irrtum, wenn wir meinen, wir könnten nicht auch jetzt schon mit völlig glücklichen Herzen unsere Straße ziehen. Auch für die Jünger war dieser Augenblick noch nicht da, wie Maria Magdalene, so mussten auch sie ihren Herrn wieder scheiden sehen. Und er wurde ihnen unsichtbar. Aber die Jünger und Jüngerinnen jener Tage haben darüber nicht geklagt, und sie haben es auch nicht getan, als er 40 Tage darauf von ihnen weg hinaufgetragen wurde in den Himmel. Wie der Kämmerer aus Äthiopien die Abwesenheit des Philippus nicht empfand, weil er seinen Weg mit Freuden zog, Abgeesch 8, 39, so waren auch die Herzen dieser beiden Jünger zu voll und ihre Freude zu groß, als dass sie nun, wo sie wus, Seite 46. Tin, dass er lebte, seine leibliche Gegenwart entbehrt hätten. Die Belehrung, die Erinnerung, sein Wort und sein Anblick blieb, anstatt aufs Neue enttäuscht zu sein, sprachen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Luk 24, 32.
Herzen, die brennend geworden sind durch sein Wort, das ist es, was der Gläubige braucht, was ihm Halt und Gewicht gibt in den Stürmen der Gegenwart. Es gibt noch ein anderes Feuer in unseren Herzen, dann nämlich, wenn wir die erkannte und wohlverstandene Wahrheit, anstatt ihr zu folgen, unterdrücken, PS 32, 3. 4, PS 39, 2. 3, je 20, 8. 9. Auch dringen viele Stimmen auf die Herzen unserer Tage ein, und manches Feuer wird dadurch in ihnen entfacht, das verzehrend wirkt, erhitzend, aber nicht erwärmend. Doch das Feuer hier, das die Herzen der Emmaus-Jünger brennend machte, verzehrt nicht, und wie schön, wenn es mehr bei uns gefunden würde. Nicht die vielen fremden Stimmen um uns her bringen es hervor, sondern die eine, wohlbekannte des guten Hirten, dessen Worte Geist und Leben sind, und zu dem Petrus einmal sagte, als auch sein Herz brannte, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, Jo 6, 63, 68. Möchten wir uns mehr an dieser immer sprudelnden Quelle nicht ersetzen? Und sie standen zur selbigen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elfe und die mit ihnen waren versammelt, Luk 24, 33. Ihr mit der Person des Auferstandenen beschäftigtes Herz ließ sie nicht mehr dort, wo der Unglaube und die Verzagtheit sie hingeführt hatten. Ohne Zögern, zur selbigen Stunde, brachen sie auf, sie achteten nicht den nochmaligen, weiten und beschwerlichen 47. Weg, noch die Dunkelheit der Nacht, denn ihre brennend gewordenen, glücklichen Herzen verlangten nach der Gemeinschaft mit den Geliebten seinen und wünschten auch den anderen die frohe Botschaft von der Auferstehung des Herrn zu bringen. Doch der Herr hat inzwischen auch unter den in Jerusalem zurückgebliebenen in Gnaden gewirkt. Kaum sind die beiden Jünger dort in der Mitte des versammelten Überrests angelangt, da schallt ihnen schon die Botschaft entgegen, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen, Luk 24, 34, Stern dann kommen auch sie zu Wort, und sie erzählten, was auf dem Wege geschehen war, und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes, Luk 24, 35. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund, Matt 12, 34. Aus brennenden, mit ihm beschäftigten Herzen kommen Worte und Taten hervor, die seinen über alles gepriesenen Namen verherrlichen und erhöhen. Stern Markus stellt uns im Gegensatz hierzu den Überrest im Unglauben, mit verhärteten Herzen dar, Kap 16, 13, Vergel 6, 52, 7, 18, 8, 17, 18, 16, 14. Hier sehen wir deutlich, dass es nicht möglich ist, die Berichte der Evangelien mit unserem kurzsichtigen Verstande übereinzubringen. Seite 48. In der Mitte der Seinen. 1. Wir sind nun zu dem vielleicht denkwürdigsten Ereignis der Auferstehungsgeschichte gelangt, zu dem ersten Zusammensein der Jünger mit dem Auferstandenen in ihrer Mitte. Es schließt zeitlich unmittelbar an die Rückkehr der beiden aus Emmaus zu den übrigen Jüngern an, während sie aber dieses redeten, stand er selbst in ihrer Mitte, Luk 24, 36. Vorher waren einige von ihnen unterwegs gewesen, und da haben wir gesehen, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging, Vers 15, jetzt sind sie versammelt, und er selbst ist in ihrer Mitte. Das sind die beiden Stücke unseres Lebens als Christen, wir befinden uns, der eine hier, der andere dort, auf unserem Weg, oder haben, zu gewissen Zeiten, das Vorrecht, uns zusammenzufinden, aber in beiden Fällen dürfen wir mit seiner Nähe, mit seiner persönlichen Gegenwart rechnen, mit ihm selbst. Und wenn endlich seine Braut an das Ende der beschwerlichen Wüstenreise gelangt ist, sendet er keinen Engel zu ihrem Empfang, sondern er selbst wird vom Himmel her niederkommen, und dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein, 1. Thess 4, 16. 17. Als es nun Abend war an jenem Tage, dem ersten der Woche,
und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte. Jud 20, 19. Offen, Seite 49. Wahr hat der Heilige Geist Wert auf den Hinweis gelegt, dass dieses erste Versammeltsein der gläubigen Stern um den Auferstandenen am ersten Tage der Woche stattfand, denn sonst würde er dies nicht noch einmal ausdrücklich bemerkt haben, Vögel. Jud 20, 1. Welch ein bemerkenswerter Tag! Eine neue Ordnung der Dinge trat ein, der Sabbat wurde beiseite getan, und hinfort bekam, wenn auch in anderem Sinne, der Sonntag, der achte Tag, die erste der Tag der neuen Schöpfung, der Auferstehungstag unseres Herrn, den Vorrang. Stern. Die Frage entsteht für uns, ob wir diesem, dem Herrn gehörigen, Tag, auf BG 1, 10, auch in unserem Herzen und Leben den ihm gebührenden Vorrang einräumen. Stern. Beachten wir ferner, dass es Abend geworden war, ehe endlich die Seinen sich zusammenfanden. Bis dahin waren sie noch zerstreut, ein jeder in das Seinige, Jud 20, 10, Luk 24, 13, und auch jetzt noch waren die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen. Obwohl eine ganze Zahl von Beweisen vorlag, denken wir nur an die vier Erscheinungen, um Missverständnissen vorzubeugen, möchten wir daran erinnern, dass die Versammlung oder die Gemeinde erst am Pfingsttage gegründet wurde. Andererseits handelt es sich nicht nur um die Apostel. Während in Mark 16, 14 von den Elfen, in 1. Chor 15, 5 von den Zwölfen, Sammelbegriff, die Rede ist, erfahren wir aus Luk 24, 33, dass der Kreis ein größerer war. Auch fehlte Thomas, Jud 20, 24. Stern, es ist doch wohl nicht von ungefähr, dass wir dem Ausdruck erster Tag der Woche genau siebenmal im NT begegnen, Matt. 28, 1, Mark. 16, 21, Luk. 24, 1, Jud 20, 1. 19, Abstgisch. 20, 7 und 1. Chor 16, 2. Stern im Zusammenhang mit auf BG. 1, 10 ist es nicht uninteressant, dass eine aus dem 8. Jahrhundert stammende Moskauer Evangelienhandschrift in den beiden genannten Jo-Stellen ebenfalls den Zusatz dem Herrn gehörig hat. Dieser, wohl kaum echte, Zusatz wirft immerhin ein Licht auf die Wertschätzung des Sonntages in jenen Tagen. Seite 50. Nungen des Herrn, die wir schon betrachtet haben, ruhen sie doch noch nicht, wir verstehen es gut, auf der Tatsache seiner Auferstehung, und es ist bemerkenswert, wie uns in den drei Berichten von diesem abendlichen Zusammensein drei verschiedene Herzenszustände, Herzenshärtigkeit, Mark, Kleinglaube, Luk, Freude, Jo, gezeigt werden. Ist es nicht noch heute so, dass seine lebendige Gegenwart bei den Zusammenkünften der Seinen in sehr verschiedenem Maße verwirklicht und genossen wird? Doch weder der Herzenszustand eines Teils der Anwesenden noch die verschlossenen Türen halten ihn zurück, er kam und stand in der Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch! Welch ein Augenblick! Er, der Herr des Friedens, 2. Thess 3, 16, der selbst unser Friede ist, F2, 14, trat in die Mitte seines getreuen Überrests mit diesem unvergleichlichen Gruß, den wir nicht weniger als dreimal in der Auferstehungsgeschichte finden, Jud 20, 19, 21, 26. Konnte, aus dem Munde des auferstandenen Herrn, irgendein Grußpassender sein angesichts der Unruhe und der wechselnden Gefühle in den Herzen der Seinen? So rief schon der Prophet dem Überrest in früheren Tagen zu, seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen, und ich werde Tröstun gehen erstatten ihm und seinen Trauernden. Die Frucht der Lippen schaffend, spricht Jehova, Friede, Friede den Fernen und den Nahen, Jes 57, 18 folgende. Und der Psalmist kündigt an, Frieden wird er reden zu seinem Volke und zu seinen Frommen.
Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküsst. PS 85, 8 folgende. Dieser Augenblick war nun, im Tode und der Auferstehung Christi, gekommen. Er hatte es ihnen gesagt, ehe er von ihnen ging: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden. Seite 51. Gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Jo 14, 27. Sie freilich erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sehen einen Geist. Luk 24, 37. Zu groß war die Überraschung, ihn auf so geheimnisvolle Weise plötzlich in ihrer Mitte erscheinen zu sehen. Wir erinnern uns, wie es der Magd Rhode und den im Hause der Maria Versammelten erging, als Petrus von Engelhand aus dem Gefängnis befreit war, oder den Jüngern selbst, als der Herr über die Wasser des Sees zu ihnen kam. Sie schrien vor Furcht und sprachen: Es ist ein Gespenst. Apg 12, 12 folgende, Matt 14, 25 folgende. Aber wie damals ein Ich bin's aus seinem Munde ihre Furcht vertrieb, so auch hier, wenngleich es nicht ohne Tadel geschah, ja, sogar nicht ohne dass er ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit schalt, wie wir bei Markus lesen, Mark 16, 14. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr bestürzt, und warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe. Luk 24, 38-39. Dieser merkwürdige Ausspruch des Herrn hat zu mancherlei Fragen Anlass gegeben. Einst hatte er an Blut und Fleisch teilgenommen, aber Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Hebräer 2, 14, 1. Chor 15, 50. Fleisch und Bein kennzeichnen also den Auferstehungsleib, während das Blut das Leben des natürlichen, verwesslichen Leibes ist, der der alten Schöpfung angehört. 1. Mose 2, 7, 3. Mose 17, 11, 5. Mose 12, 23. Darum ist hier, in der neuen Schöpfung, davon nicht mehr die Rede. Ein wunderbarer Leib, kein Geist, sondern ein geistiger Leib, ein himmlischer Leib, der bald zieht, Seite 52. War, bald unsichtbar war, erkennbar, bald nicht erkennbar, der durch verschlossene Türen trat, der Speise zu sich nahm, ohne gewiss der Speise zu bedürfen. Freilich ist es noch nicht der verherrlichte Herr, vor dessen überwältigender Erscheinung ein Saulus und ein Johannes zu Boden fielen. Auch tun wir gut, mit Rückschlüssen auf uns selbst zurückhaltend zu sein, denn es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Nur das eine ist gewiss: wie wir das Bild dessen von Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. 1. Jo 3, 2, 1. Chor 15, 49. Mehr noch als dieses alles, scheint mir, redet die Aufforderung des Herrn an seine Jünger zu unseren Herzen, sich von der Wirklichkeit seiner Gegenwart zu überzeugen. Seht meine Hände und meine Füße, betastet mich und seht. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße, wie auch die von dem Speer des Kriegsknechtes geöffnete Seite, Luk 24, 40, Jo 20, 20a. Welch eine rührende, herablassende Art, sie von ihren Zweifeln zu befreien. Und doch war es noch nicht genug. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und von einer Honigscheibe, und er nahm und aß vor ihnen, Luk 24, 41-43. Das waren, dem Herzenszustand der Versammelten seinen angepasst, drei sichere Kennzeichen, in denen er sich ihnen als der aus den Toten auferstandene Mensch Christus Jesus lebendig darstellte. Noch trägt er wunderbar an sich die Wundenmale, als der,
der Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, Kol 1, 20. Und nicht als ein Geist, sondern in einem wirklichen Leibe steht er Seite 53 vor ihnen, und sie überzeugen sich davon, so dass einer von ihnen noch nach Jahrzehnten schreiben konnte, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, verkündigen wir euch, 1. Jo 1, 1. 3. Und schließlich drittens, er nahm und aß vor ihnen, ein wahrhaftiger Mensch, der Erste, im Leibe der Auferstehung und der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aus den Toten, von dem sie fortan zeugen konnten als solche, die mit ihm gegessen und getrunken hatten, nachdem er aus den Toten auferstanden war, Apg 10, 41. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen, Jo 20, 20b. Trauer und Angst, Mutlosigkeit und Verwirrung waren vorbei. Seine Wunden und seine Auferstehung boten die Grundlage wahren und bleibenden Friedens dar, aber der Anblick seiner Person war Freude. So hatte er selbst es ihnen vorausgesagt, euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch, Jo 16, 22. Abraham sah seinen Tag und frohlockte, Jesaja sah seine Herrlichkeit, Jo 8, 56, 12, 41, hier aber war mehr, seine Jünger sahen ihn selbst, den Erstgeborenen unter seinen Brüdern, den auferstandenen Herrn in der Mitte der Geliebten seinen. Zweite über den weiteren Verlauf dieses einzigartigen Zusammenseins gehen die beiden Berichte, die wir haben, so verschiedene Wege, dass wir jedem von ihnen gesondert folgen wollen. Drei Dinge sind es bei Lukas, die im Mittelpunkt dieses Zusammenseins stehen: die persönliche Gegenwart des Herrn, das Wort Gottes und die Verantwortlichkeit der Seinen, und diese drei Dinge wer, Seite 54. Den auch Inhalt und Verlauf unserer Zusammenkünfte heute bestimmen. Der erste dieser drei Gegenstände hat uns schon beschäftigt, der auferstandene Herr, er selbst in der Mitte. Wie wichtig vor allem, dass die persönliche Gegenwart des Herrn in den Zusammenkünften der Gläubigen gesichert ist, dass er durch niemand und nichts beiseite gedrängt oder gar verdrängt ist. Das kann nur der Fall sein, wenn grundsätzlich sowohl wie praktisch der Mensch und das Fleisch nichts gelten und wenn das kostbare Wort verwirklicht und erlebt wird, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte, Matt 18, 20. In verschiedenen sicheren Kennzeichen hatte der Herr die Jünger überzeugt, dass er es selbst sei. Nun öffnet er, der persönlich Gegenwärtige, den Mund zu einer Unterweisung der um ihn versammelten Seinen aus dem Worte Gottes. Er sprach aber zu ihnen, dies sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen, Luk 24, 44. Ist es nicht in einer Zeit, wie der unsrigen, wo man dem Worte Gottes immer weniger Wert beizumessen scheint, ist es da nicht beachtenswert, welchen Platz der Herr selbst den Schriften gibt? Schon den Emmaus-Jüngern hatte er ja in allen Schriften das erklärt, was ihn betraf, Vers 27, und auch hier nimmt er auf die ganze Schrift Bezug, auf die drei großen Abschnitte des Alten Testaments nach der Einteilung der Juden, wie sie sich heute noch in den hebräischen Bibeln findet. Möchten wir nicht daraus lernen? Denn sie, diese Schriften, sind es ja, die von ihm zeugen, Jo 5, 39, Seite 55. Und alles dieses, was da geschrieben stand, wie selbstverständlich im Grunde doch, muss stehe erfüllt werden, also steht geschrieben, und also muss stehe der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten, und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem, Luk 24, 46-47. So hatte er noch bei dem letzten Zusammensein zu seinen Jüngern gesagt und nachher zu der Volksmenge mit Schwertern und Stöcken, oder zu dem eifernden Jünger, der sein Leben für ihn eingesetzt hatte,
Wie sollten denn die Schriften erfüllt werden, dass es also geschehen muss? Luk 22, 37, Matt 26, 54, 56. Dieses Es steht geschrieben, auf dass die Schrift erfüllt würde, kennzeichnet seinen ganzen gesegneten Dienst von der Versuchung in der Wüste bis zu seinem Kreuzestode, Vergel. Jo 19, 24, 28, 36, 37. Alle seine Ankündigungen hatten indes nichts wie Trauer und Furcht bei ihnen bewirkt, und Petrus hatte versucht, ihn deswegen zu strafen. Sie entsetzten sich und, indem sie nachfolgten, fürchteten sie sich. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie verstanden nichts von diesen Dingen, und dieses Wort war vor ihnen verborgen, und sie begriffen das Gesagte nicht. Mark 10, 32, 9, 32, Luk 18, 34. Welch einen Gegensatz bildet dazu die Zeit nach der Ausgießung des Heiligen Geistes? Immer wieder bewiesen diese selben Jünger aus den Schriften, dass Gott also erfüllt habe, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hatte, Apg 3, 18. Gewiss wurde die Grundlage hierzu an diesem denkwürdigen Abend gelegt, an dem er, der Herr selbst, ihnen das Verständnis öffnete, um die Schriften zu verstehen, Luk 24, 45. Darüber hinaus aber wirft. Seite 56. Der große, augenfällige Gegensatz zwischen der Zeit vor und nach Pfingsten ein helles Licht auf die einzigartige Wirkung der Innewohnung des Heiligen Geistes, der jene Jünger und durch sie auch uns in die ganze Wahrheit leitete. Darum stehen wir heute ohne Entschuldigung da, da wir nicht nur das vollendete Wort Gottes, sondern auch die Salbung von dem Heiligen haben, und zugleich den, der uns Verständnis geben wird in allen Dingen, 1. Jo 2, 20, 2. Tim 2, 7. Welch eine große Sache aber ist es, wenn er uns das Verständnis öffnet für sein Wort. Hier ging an dem traurigen Überrest in Erfüllung, was Jesajas geredet hatte: An jenem Tage werden die Tauben die Schriftworte hören, und aus Dunkel und Finsternis hervor werden die Augen der Blinden sehen. Und die Sanftmütigen werden ihre Freude in Jehova mehren, und die Armen unter den Menschen werden frohlocken in dem Heiligen Israels, Jes 29, 18-19 wörtlich. Solche Arme unter den Menschen sind auch wir, aber der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns ein Verständnis gegeben, 1. Jo 5, 20. Doch vergessen wir nicht, dass jedes geöffnete Verständnis auch unsere Verantwortung vermehrt. Ihr aber seid Zeugen hiervon, Luk 24, 48, dieses ernste Wort, mit dem bei Lukas die Schilderung jener ersten Versammlung um den Auferstandenen schließt, sollte auch für uns im übertragenen Sinn den Schluss jedes Weilends in seiner Gegenwart und unter dem Schall seines Wortes bilden. Dritte, wie das einzigartige Zusammensein der Jünger um ihren geliebten Herrn am Abend des Auferstehungstages begonnen hatte, so klingt es auch aus, denn Seite 57. Aufs Neue öffnet sich der Mund des Auferstandenen nun zu einem Gruß des Friedens. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Friede euch. Gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch, Jo 20, 21. Das geht über das hinaus, was wir bei Lukas betrachtet haben. Gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, wenn es nicht da stünde, würden wir es nicht zu sagen wagen. Wenn er, der vom Vater Gesandte, jetzt den Schauplatz seiner Wirksamkeit wieder verließ, dann sollten sie, seine Brüder, hinfort die Träger seines Zeugnisses sein, eines Zeugnisses, wie es, ehe er kam, noch nicht erklungen war auf dieser armen, unter dem Fluche stehenden Erde. Fragen wir, welcher Art dieses Zeugnis, diese wunderbare Botschaft war. Hören wir ihn selbst: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde, Jo 3, 17. Der Vater hatte ihn, seinen eingeborenen Sohn, in Gnade ausgesandt, und nun sollten sie,
von ihm gesandt, diese Gnadenbotschaft in eine Welt, die dem Gericht entgegenging, hinaustragen. Paulus hat späterhin den gleichen Gedanken zum Ausdruck gebracht, wenn er davon spricht, dass Gott den Aposteln den Dienst der Versöhnung gegeben habe, so sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Müssen wir nicht sagen, dass wir zuallermeist viel zu geringe Begriffe von der Aufgabe haben, deren wir gewürdigt wurden? Um Träger eines solchen Zeugnisses zu sein, muss man freilich selbst völlig zur Ruhe gekommen sein, und bei Beachtung des Zusammenhangs wird uns der letzte Friedensgruß des auferstandenen Herrn in einem anderen Lichte erscheinen als der erste. Hatte. Seite 58. Er bei dem ersten, Friede euch, in Johannes 20 ihnen seine Hände und seine Seite gezeigt, so sehen wir ihn mit dem zweiten, eine andere, bedeutsame Handlung verbinden. Das Blut seines Kreuzes bringt unsere Gewissen zur Ruhe, aber der Friede des Herzens ist geknüpft an seine Person, an die Tatsache seiner Auferstehung, an sein Leben. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er in sie und spricht zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist, Jo 20, 22. Diese sinnbildliche Handlung des Herrn hat nichts mit der später stattfindenden Ausgießung des Heiligen Geistes als Person zu tun, wohl aber mit dem Geist als der Quelle des neuen Lebens. Der Sohn, dem der Vater gegeben hat, Leben zu haben in sich selbst, macht lebendig, welche er will, Jo 5, 26-21. Wie er einst, im Blick auf diese Schöpfung, in die Nase des ersten Menschen den Odem des Lebens gehaucht hatte, so hauchte er hier als lebendig machender Geist, 1. Chor 15, 45, in bildlicher Weise das Leben der neuen Schöpfung die erste. Sein Auferstehungsleben in die, welche mit und durch ihn dieser neuen Schöpfung angehörten. Noch ein kleines, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben, Jo 14,19. Er, der sich selbst das Leben nennt, Jo 11,25, 14, 6, hat nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens am Kreuze den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverwässlichkeit ans Licht gebracht, Hebräer 7, 16, 2. Tim 1, 10, und steht nun bereit, allen, die zu ihm kommen, allen, die ihm der Vater gegeben, dieses ewige Leben zu geben, vergleiche Jo 17, 2. Nicht Leben von ewiger Dauer nur, sondern Leben aus Gott, ein Leben, das jenseits und außerhalb des Todes liegt, das der Tod nicht mehr antasten kann, weil es sein Leben ist, dass er der zweite Mensch, der letzte Adam, das Haupt Seite 59, der neuen Schöpfung sich und den Seinen erworben hatte. Am Morgen des Auferstehungstages sahen wir in dem geöffneten Grab wohlgeordnet die Waffen, Rüstung dessen, der die Macht des Todes gehabt, und am Abend spendet er, der diesen furchtbaren Feind für immer besiegte, den Seinen die Frucht dieses Sieges, nicht für sie selbst allein, sondern um, von ihm gesandt, diese Frucht nun allen, mit denen sie in Berührung kamen, anzubieten. Nicht alle freilich sind bereit, diese Gabe auch anzunehmen, und je nach dem Zustand einer jeglichen Seele würde sie angenommen oder zurückgewiesen werden. Darum fügt der Herr hinzu, welchen irgend ihr die Sünd den vergebet, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten, Jo 20, 23. Dieses ernste und erhabene Wort hat nicht, wie jenes andere, mit der Ausübung der Zucht zu tun, vergleiche Matt 16, 19 und 18, 18, und ist auch nicht, wie dort, an die Apostel oder an die Versammlung als solche gerichtet. Alle Erlösten sollen Träger dieses Zeugnisses der Gnade sein, und wie die mit dem Evangelium des Reiches Ausgesandten zu prüfen hatten, ob in einem Hause ein Sohn des Friedens sei, Luk 10, 6, so sollten auch sie den einen grüßen mit seinem Friedensgruß, dem anderen aber verkünden, wie es Petrus dem Zauberer Simon gegenüber tat,
Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Apg 8, 21. Einst, im Garten Eden, auf dem Schauplatz des Lebens, hatte Gott vom Tode reden müssen, um den Menschen auf die Probe zu stellen. Der Mensch bestand diese Probe nicht, und der Tod herrscht von Adam bis auf den heutigen Tag. Der zweite Mensch, von Gott gesandt, hat für den schuldigen Sünder den Tod erlitten, und auf dem Schauplatz des Todes redet Seite 60. Er heute, aus dem Grabe erstanden, vom Leben. Bewunderungswürdige Gnade. Was aber der Feind, die listige Schlange, damals tat, indem er sprach, mitnichten werdet ihr sterben, tut er noch jetzt, wie damals das Wort vom Tode, so zieht er jetzt das Wort vom Leben in Zweifel, und bringt Tausende und Abertausende um die Frucht des von Christo errungenen Sieges. Möchten wir nicht auf seine Stimme hören, sondern vielmehr auf die Stimme dessen, von dem geschrieben steht, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn höret. Möchte sein Friede unsere Herzen erfüllen und sein Leben in uns wirksam sein, und möchten wir uns auch des großen Vorrechts bewusst bleiben, versammelt sein zu dürfen um ihn, bis wir in vielleicht kurzer Zeit ihn, das geschlachtete Lamm, droben, inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, die erste all seiner Erlösten, schauen, um ihm ewiges Lob zu weihen. Seite 61. Thomas. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, Jo 20, 24. Wie viel hat er versäumt? Nicht umsonst fordert uns das Wort Gottes mit besonderem Hinweis auf die letzten Tage auf, unser Zusammenkommen nicht zu versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist, Hebräer 10, 25. Dies braucht keineswegs immer gleich in leiblichem Fernbleiben zu bestehen. Auch Eutychus, der in Apg 20 erwähnte Jüngling, verlor viel, dadurch, dass er dort zu Troas im Obersaale vom Schlaf überwältigt wurde. Aber Thomas empfand nicht, was er versäumt hatte, ja, als die anderen Jünger zu ihm sagten, wir haben den Herrn gesehen, Jo 20, 25, will er es ihnen nicht glauben. Sicherlich ist der Grund dafür zum Teil in seiner Veranlagung zu suchen, denn trotzdem wir ihm nur viermal in der Schrift begegnen, ist sein Charakter doch deutlicher gezeichnet als der irgendeines. Damals, als der Herr sich durch den Hinweis auf die Feindschaft der Juden nicht zurückhalten ließ, zu den trauernden Schwestern nach Bethanien hinaufzuziehen, sagte Thomas zu seinen Mitjüngern, lasst auch uns gehen, auf dass wir mit ihm sterben, Jo 11, 7, 8, 15, 16. Das zeigt eine rührende Hingabe an den Herrn, aber zugleich eine Neigung zu dunklen Ahnungen, die niemals eintreffen sollten. Und als der Herr später von dem Erlösungswerk und seinen herrlichen Ergebnissen spricht und hin zu Seite 62 fügt, und wo ich hingehe, wisset ihr, und den Weg wisset ihr, sagt Thomas in fast verweisendem Ton, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, und wie können wir den Weg wissen? So wenig Eindruck hatte es auf ihn gemacht, dass sie in und mit ihm doch auf dem Wege zum Vater waren, ja, zu den Wohnungen im Vaterhaus, wo er selbst sie einführen wollte, Jo 14, 1-7. Wird er, der bei allem immer nur die Schwierigkeiten sah, jedoch gewiss vornehmlich wegen der Begebenheit, die uns heute beschäftigt, nicht mit Recht der ungläubige Thomas genannt. Er aber sprach zu ihnen, es sei denn, dass ich in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben, Jo 20, 25. Wie viele der Jünger am Abend des Auferstehungstages zugegen waren, wissen wir nicht, aber sicherlich waren es Zeugen genug, die ihn dort gesehen, gehört, ja, deren Hände ihn betastet hatten. Ist es nicht ernst, einem solchen wohlbegründeten Zeugnis nicht zu glauben? Alles das gilt Thomas nichts, er stellt Bedingungen,
er will sehen und fühlen. Es sei denn, so werde ich nicht glauben. Wie wird er sich doch später einer solchen Sprache geschämt haben? Das war im Grunde nichts anderes als die Sprache der Feinde des Herrn, die ein Zeichen forderten, auf das wir sehen und glauben. Jo 6,30, vergleiche Matt 12,38, 27, 42. Und so weisen die Juden noch bis auf den heutigen Tag das Zeugnis von dem Auferstandenen zurück und zeigen dieselbe Gesinnung, die dem Herrn damals schon zu dem Ausruf Anlass gab: Null ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Matt 17, 17. Möchten wir zusehen, Seite 63. Dass nicht etwa auch in uns solch ein böses Herz des Unglaubens sei, wie wir in Hebräer 3, 12 ermahnt werden. Doch an dem nächsten ersten Tage der Woche finden wir die Jünger abermals versammelt. Und Thomas bei ihnen, Jo 20, 26. So viel hatte er doch in dieser Woche gelernt, dass er nun nicht wiederum fehlte. Wie verschieden mögen die Gefühle in den Herzen der Jünger gewesen sein und bei Thomas. Aber der Herr täuscht ihre Erwartungen nicht, und er beschämt den Unglauben des einen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und stand in der Mitte und sprach: Friede euch. Und wie wunderbar, wir dürfen sagen, dass dieser Besuch in besonderer Weise dem Thomas gilt. Er wendet sich ohne Umschweife an ihn, dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Jo 20, 27. Welche wunderbare Herablassung war dies? Hat er uns nicht auch schon manches Mal so beschämt? War es nicht oft, so viele auch um ihn als den wahren und einzigen Mittelpunkt versammelt waren, als ob er mit seinem Worte sich geradewegs an uns gewandt hätte? Doch noch eindrucksvoller fast als die Tatsache, dass er sich an Thomas wendet, ist, was er zu ihm spricht, denn es klingt fast wie eine Wiederholung der Worte, oder sagen wir, der Bedingungen, die Thomas gestellt hatte. Es ist der Herzenskenner, der hier vor uns steht, und der entsprechend seiner vollkommenen Kenntnis jedem Herzen auf dem Boden begegnet, auf dem es sich befindet. So wird selbst der Unglaube zufriedengestellt. Diese Langmut und Herablassung ist dem schwerblütigen, glaubensträgen Herzen des Jüngers zu viel. Thomas, Seite 64. Antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott, Jo 20, 28. So wird auch sein irdisches Volk, nachdem es durch die Gerichte ging, sich niederwerfen vor dem, dessen Füße auf dem Ölberg stehen, wenn sie den schauen werden, den sie durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes, auf BG 1, 7. Ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde sagen, es ist mein Volk, und es wird sagen, Jehova ist mein Gott, Sach 13, 9. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und geglaubt haben, Jo 20, 29. Sehen und glauben, das ist dereinst das Teil des wiederhergestellten Volkes Israel, aber es wird dann nicht mehr die himmlischen Segnungen der Kirche erreichen. Nicht sehen und glauben, ist das Kennzeichen der Erretteten in der gegenwärtigen Gnadenzeit. Wahrlich, wie glückselig sind die, die sich aus der Welt zu dem von ihr verworfenen Christus wenden. Welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet, an welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher Freude frohlocket, 1. Petrus 1, 8. Leser, gehörst du zu dieser glückseligen Schar? Erkennet seine Scharen, die glaubend auf ihn schauen, und ihm, dem Unsichtbaren, als sähen sie ihn, vertrauen. Als der Herr sich das nächste Mal seinen Jüngern offenbarte, fehlte der Ungläubige Thomas nicht. Es ist das vierte und letzte Mal,
wo er in der Heiligen Schrift erwähnt wird. Seite 65. Am See Tiberias. Nach diesem offenbarte sich Jesus wiederum den Jüngern am See von Tiberias, Joh 21,1. In Vers 14 erfahren wir hierzu, dass es schon das dritte Mal war, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Das erleichtert uns nicht nur die zeitliche Einordnung des vorliegenden Berichts, obwohl diese nicht wichtig ist, sondern unsere heutige Geschichte wird dadurch auch in deutlicher Weise gekennzeichnet. Galt die erste dieser drei Offenbarungen des Herrn, im Bilde gesprochen, der Familie Gottes in heutiger Zeit, 20,19 folgende, und die zweite, 20,24 folgende, dem Überrest Israels in späterer Zeit, so wird uns hier, wie wir sehen werden, die Frucht dieser seiner Annahme durch Israel gezeigt, das Werk Christi im tausendjährigen Reiche. Sieben seiner Jünger sind es, denen er erscheint, nachdem sie sich, der ihnen gewordenen Weisung entsprechend, nach Galiläa begeben hatten, vergleiche Matt 28,7-10. Er offenbarte sich aber also, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen, Joh 21,2. Die Erwähnung des Thomas und des Nathanael, die jeder für sich ein Bild von dem späteren Überrest Israels sind, Joh 20,1, ist sicherlich nicht ohne Bedeutung und Seite 66. Weist auf den Boden hin, auf dem wir uns, prophetisch gesehen, hier befinden. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir, Joh 21,3. Ob dem Petrus das Warten zu lang wurde, ob Nahrungssorgen oder andere Beweggründe ihn zur Wiederaufnahme seines früheren Gewerbes veranlassten, jedenfalls war es kein Weg nach den Gedanken des Herrn, den er ging und auf den sein überragender Einfluss auch seine Mitjünger brachte. Hatte er sie nicht zu Menschenfischern gemacht? Und alsbald, so hieß es damals, verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Mark 1,18. War dies jetzt nicht eine Abkehr von jenem gesegneten Weg, von dem Vertrauen und Warten auf ihn, wo er ihnen doch hatte sagen lassen, dass sie ihn dort in Galiläa sehen würden? Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts, Joh 21,3. Äußerlich betrachtet, schienen die Umstände für ihr Vorhaben günstig, geübte Fischer, ein heute noch wegen seines Fischreichtums bekannter See, die rechte Zeit und der rechte Ort, aber der Segen des Herrn, an dem heute wie damals alles gelegen ist, fehlte. In jener Nacht fingen sie nichts, das wird immer die Antwort sein, wenn wir unsere Stellung der Abhängigkeit von ihm verleugnen, denn er bleibt treu, er kann sich selbst nicht verleugnen, 2. Tim 2,13. So ging es die ganze Nacht bis zum Anbruch des Tages. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus sei, Joh 21,4. Er kam nicht erst, er stand da, wenn er ihnen auch, um ihretwillen, kein Gelingen schenken konnte, so war er doch, mochten sie ihn sehen und erkennen oder nicht, vielleicht schon die ganze Nacht voller Mitgefühl, bei ihren Seite 67. Vielen vergeblichen Bemühungen unsichtbar, gegenwärtig gewesen. Mit seiner Treue geht seine Liebe und sein Erbarmen Hand in Hand, wie wir gleich darauf auch aus seinen Worten erkennen, die er an die ermüdeten und enttäuschten Jünger richtet. Jesus spricht nun zu ihnen, Kindlein, habt ihr wohl etwas zu essen? Joh 21,5. Kindlein, wie herablassend und zart. Es ist das einzige Mal, dass wir diese Anrede aus dem Munde des Herrn vernehmen. Stern wie angemessen und passend war sie zugleich, wenn wir daran denken, wie schwach die so Angeredeten sich gerade gezeigt hatten. Und konnte wohl irgendetwas diese ihre Schwachheit deutlicher ans Licht stellen, als die wenigen Worte des Herrn. Da stand ein Fremder am Ufer, der sie um Essen bat,
und trotz all ihrer Mühe die ganze Nacht hindurch konnten sie seine Bitte nicht erfüllen, ihre Netze, ihre Schiffe, ihre Hände waren leer, und es war ihnen nicht einmal möglich, ihren eigenen Hunger zu stillen. Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, Luke 5, 5. So hatten sie damals gesagt, als sie Simon und die Söhne des Zebedäus die gleiche Erfahrung zum ersten Male hatten machen müssen. Und wörtlich dasselbe hätten sie heute sagen können, aber von ihren Lippen kommt nur ein kurzes, beschämtes Nein. Und ein Nein wird immer die Antwort sein, wenn man uns fragt, ob uns eigene Wege Gewinn gebracht haben. Sie antworteten ihm, nein, Jo 21, 5. Noch ahnten sie nicht, dass der vor ihnen stand, der ihnen schon einmal gezeigt hatte, dass alle Macht und aller Segen bei ihm allein ist. Wir finden sie bekanntlich später zweimal bei dem Apostel Johannes zur Kennzeichnung des ersten, schwächsten Glaubensstandes, 1. Jo 2, 13, 18. Seite 68. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, und ihr werdet finden, Jo 21, 6a. Das hatten sie gewiss in der Nacht schon wiederholt getan, aber eben ohne den Herrn, auf sich selbst gestellt. Ohne den Herrn, der sie schon einmal Ähnliches erleben ließ, Luke 5, der für Jona einen großen Fisch bestellte und für Simon Petrus einen kleinen, um ihm in der Verlegenheit, in die er sich selber gebracht hatte, zu helfen, Jona 2, 1.11, Matt 17, 27. Vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, spät aufbleibet, das Brot der Mühsal esset, also gibt er seinem Geliebten im Schlaf, PS 127, 2. Der Segen Jehovas, er macht reich, und Anstrengung fügt neben ihm nichts hinzu, SPR 10, 22. Ohne ihn nichts und mit ihm alles, das ist die große Belehrung, die wir hier finden. Um dahin zu kommen, müssen wir erst klein und niedrig werden. Da warfen sie es aus. Ist es nicht bemerkenswert, dass sie das taten ohne Gegenrede, sie, die erfahrenen Fischer, auf den Rat eines ihnen unbekannten Fremdlings? Das beweist, wie sehr sie mit ihrer Kunst zu Ende waren. Dann aber ist er nahe mit seinem reichen Segen. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen, Jo 21,6b. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische, Luke 5, 6. Das ist unser Herr. Sein sind das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert, sein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen, sein ist das Silber und das Gold, sein ist der Erdkreis und seine Fülle, PS 8, 8, 50, 10, 12, Hag 2, 8. Aber nicht nur das, Gott hat ihn jetzt über alle Himmel erhöht, und hat uns in ihm gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, F 4, 10, 1, 3. Er wurde, um Seite 69. Unseretwillen arm, auf dass wir durch seine Armut reich würden, 2. Chor 8, 9. Der überraschende Segen in ihrem Netz bringt einen von ihnen zum Nachdenken und zur Besinnung, er erinnert sich des Herrn, den sie alle für einige Stunden aus den Augen ließen. Da sagt jener Jünger, welchen Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Da hält es diesen Jünger nicht mehr, und wieder, vergleiche Vers 3, eilt er in seiner gewöhnlichen Tatkraft allen anderen voran, nun aber zum Guten. Welch ein besonders liebliches Bild gibt uns doch diese Szene. Dass es Johannes ist, der, vermöge seiner steten nahen Gemeinschaft mit dem Herrn, diesen zuerst erkennt, redet gewiss zu unseren Herzen, wie viel mehr aber noch, wenn wir das Verhalten des Petrus bedenken. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtet das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Schifflein, denn sie waren nicht weit vom Lande,
sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Jo 21, 7-8. Welche Veränderung, rief jene eine persönliche Begegnung mit dem Herrn, von der wir in Luk 24, 34 hörten, in dem Herzen des vor dem so tief gefallenen Jüngers hervor. Die wiederherstellende Gnade des Herrn nahm alles Trennende hinweg, seine vollkommene Liebe trieb die Furcht aus, und kein anderer Wunsch erfüllt sein Herz, als so schnell wie nur möglich bei dem Herrn zu sein. Er vergisstalt, dass es noch Arbeit für ihn gibt, dass ihn ein Vorwurf der anderen treffen kann, weil sie das Netz nun allein ziehen müssen, er übersieht, dass der Vorsprung wegen der geringen Entfernung vom Ufer nur klein sein muss. Nüchterne Überlegung leitet nicht so, wohl aber die Liebe. Und diese Liebe ist gepaart. Seite 70. Mit Ehrfurcht, er wirft sich das Oberkleid um, das doch beim Schwimmen nur hinderlich war, er möchte nicht nackt, sondern in würdiger Weise vor dem Herrn erscheinen. Das hatte die Gnade aus demselben Jünger gemacht, der in jener verhängnisvollen Nacht den Menschen nicht kennen wollte. Und der Herr? Damals hatten die Feinde Jesu ein Kohlenfeuer gemacht, das dem Simon Petrus zum Fallstrick wurde, Jo 18, 18, aber hier hatte der Herr ein solches bereit für ihn und seine frierenden, von der Arbeit ermüdeten und hungrigen Genossen. Welch ein Gegensatz zwischen jener finsteren Nacht und diesem anbrechenden Morgen. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot, Jo 21, 9. Fische im Netz, Fisch und Brot am Ufer, so beschämte der Herr seine Jünger, die geglaubt hatten, ohne ihn etwas schaffen zu können. Doch der Herr legt auch Wert auf die Fische, die die Jünger gefangen hatten. Jesus spricht zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, Jo 21, 10. Nun greift Petrus wieder zu, ja, sein in der Gegenwart des Herrn überglückliches Herz leistet jetzt die Arbeit allein, wir werden unwillkürlich an den Tag der Pfingsten erinnert, da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land, und wiewohl ihrer so viele waren, zerriss das Netz nicht, Jo 21, 11. So wie es hier im Vorbilde gezeigt wird, wird sich dereinst das Wort des Herrn erfüllen, das er an den Überrest richtete, der damals in seine Nachfolge trat, ich werde euch zu Menschenfischern machen, Matt 4, 19. Als am Pfingsttage bei 3000 Seelen in das von Petrus und seinen Genossen ausgeworfene Netz gingen, fiel, herrlich genug, ein Seite 71. Schatten von diesem großen Fischfang voraus, der im tausendjährigen Reiche stattfinden wird, wenn der kommende jüdische Überrest sein Netz in den See, in das Völkermeer, auswirft. Gewiss, wie hier der Herr schon Fische vor sich liegen hat, so wird auch jener große Fischfang nicht die erste Frucht für Gott aus den Nationen sein, denn sind nicht die Gläubigen der Gnadenzeit eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe, Jak 1, 18. Und welch eine große Zahl im Gegensatz zu den wenigen in jenen Tagen. Dereinst wird es sein, eine große Volksmenge, die niemand zählen kann, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, auf BG 7, 9. Auch zerriss das Netz nicht, wie bei dem ersten Fang, denn das Werk des Herrn wird dereinst keinen Schaden leiden. Jetzt führt der Herr sie an den gedeckten Tisch. Jesus spricht zu ihnen, kommet her, frühstücket, Jo 21, 12a. Kommet ihr selbst her und ruhet ein wenig aus, Mark 6, 31. Nach der Arbeit kommt die Erquickung. Das ist die Weise des Herrn. Niemand kann die Arbeit so segnen wie er, aber niemand hat auch ein solches Herz für die Bedürfnisse seiner Knechte nach Erquickung. Heilige Stille breitet sich über die ganze Szene aus, heiliges Verstehen und Erkennen. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Da sie wussten, dass es der Herr sei, Jo 21, 12b. Dann teilt er in gewohnter Weise die einfache Speise aus. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen,
und gleich erweise den Fisch, Jo 21,13. Welch ein trautes Zusammensein mit ihm, bei dieser dritten Offenbarung des auferstandenen Herrn, in Erinnerung an vergangene Zeiten. Und, Freunde, so wird es immer sein bei ihm, zumal dann, wenn wir alle Zeit bei dem Herrn sein werden, lies Luk 12, 37. Seite 72. Hast du mich lieb? Worte unaussprechlicher Gnade hat jemand die Worte genannt, die der Herr nun, nach beendetem Frühstück, an Simon Petrus richtet. Sie bilden den Abschluss jener wunderbaren Kette gnadenreicher Bemühungen um den so tief gefallenen Jünger. Schon vor Simons Fall hatte der Herr betende Hände für ihn zum Vater erhoben, damit sein Glaube nicht aufhöre, Luk 22, 31-32, und von da an sehen wir, wie er ohne Unterlass auf seinen sich selbst nicht kennenden Jünger Acht hat. Seine Hand machte den Schaden wieder gut, als der Jünger in fleischlichem Eifer mit dem Schwerte dreinschlug, Luk 22,49 folgende. Sein Auge blickte ihn nach seiner Verleugnung voll Trauer und Erbarmen an und wirkte Erkenntnis der Schuld und Tränen aufrichtiger Buße, Luk 22,61, 62. Sein Mund sandte ihm eine besondere Botschaft zu, Mark 16, 7, und redete Worte der Gnade und Vergebung zu ihm, als er ihm bald nach der Auferstehung erschien, indem er Sorge trug, dass der Jünger sich wieder des Genusses seiner Gemeinschaft erfreuen konnte, Luk 24, 34. Mit gereinigten Füßen, Vögel. Jo 13, 6 folgende, nahm dieser noch am Abend desselben Tags seinen Platz unter denen ein, die der Auferstandene mit dem Friedensgruß grüßte. Welch ein Herr! Aber er tut nichts halb, und unser jetziger Abschnitt zeigt uns, wie er, der Herzenskundige, das Werk der Wiederherstellung an dem seinem Selbstvertrauen zum Opfer gefallenen Jünger vollendet. Seite 73. Das Verhalten des Simon Petrus am Morgen des Tages bewies, dass sein Gewissen wiederhergestellt war und keinerlei Flecken mehr aufwies. Aber so groß dies auch war, so blieb doch noch eins zu tun übrig. Hatte die Gnade auch die Schuld hinweggetan, so galt es für den gefallenen Jünger, doch noch die Wurzeln seiner Handlungen zu erkennen und zu richten. Als sie nun gefrühstückt hatten, so leitet der Heilige Geist unseren jetzigen Abschnitt ein. Während des Frühstücks hatte der Herr mit keinem Worte das Vergangene erwähnt. Er hatte Simon Petrus an den gedeckten Tisch geführt, hatte ihn seine Liebe und Freundlichkeit schmecken lassen, dann erst wendet er sich ihm besonders zu. Wie weiß er doch immer den passenden Zeitpunkt wie auch die passenden Mittel zu finden? Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Jo 21, 15a. Simon, Sohn Jonas, das erinnerte Petrus daran, wo er herkam, wie die Gnade ihn hergeholt hatte. Schon diese, dreimal wiederholte, Anrede drang sicherlich tief in das Herz des Jüngers hinein, wie vielmehr aber gewiss die wenigen dann folgenden Worte. Schärfer als jedes zweischneidige Schwert muss stehe die erste Frage wirken, liebst du mich mehr als diese? Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern, hatte er vor dem Fall gesagt, Matt 26, 33. Welch eine anmaßende Überheblichkeit! Sein trauriger Fall hatte ihm nachdrücklich gezeigt, in welcher verhängnisvollen Selbsttäuschung er sich in jener Nacht wie überhaupt bis dahin befunden hatte. Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt bald, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Seite 74. Lämmlein, Jo 21, 15b. Hatte nicht tiefe, leidenschaftliche Liebe dem Jünger die fast vermessenen Worte in den Mund gelegt, auf die, wie wir sahen, die Frage des Herrn soeben anspielte. Hatte er nicht wirklich sein Leben für seinen Herrn gewagt, als er das Schwert zog, als er ihm bis in den Hof des Hohenpriesters folgte? Aber ach!
Wie hatte er sich trotz alledem über sich selbst getäuscht, denn diese Liebe hatte nicht einmal vor der Frage einer Magd standgehalten? Darum drückt er sich jetzt mit aller Vorsicht aus, und beruft sich dabei auf den, der sein Herz besser kannte als er selbst: Herr, du weißt, Stalt, dass ich dich lieb habe. Stern und der Herr beantwortet diese ihm wohlgefällige Antwort, indem er ihm die Kleinen seiner Herde anertraut mit dem Auftrag: Weide meine Lämmlein. Wiederum spricht er zum zweiten Male zu ihm: Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Jo 21,16. Bei dieser zweiten Frage fehlt das mehr als diese, die Sonde fährt tiefer in die Wunde. Liebst du mich? Das will sagen, konnte man bei einem Jünger, der angefangen hatte, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, Mark 14, 71, überhaupt von Liebe reden? Tief gedemütigt wiederholt Simon Petrus seine erste Antwort, und der Herr kann einen Schritt weitergehen, indem er ihm den weiteren Auftrag gibt: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Male zu ihm: Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Jo 21, 17a. Wir sehen, dass der Herr nun, als er zum dritten Mal fragt, nur noch den Ausdruck gebraucht, den Petrus in seinen Antworten gebraucht hatte. Konnte selbst von einem Stern der Herr gebraucht in seinen beiden ersten Fragen das Griechwort Agapen, das eine starke, leidenschaftliche Liebe ausdrückt, Petrus dagegen das schwächere Wort Phil ein, das mehr auf eine innige Zuneigung hindeutet. Seite 75. Liebhaben, nicht die Rede sein, war da nichts, was er für sich in Anspruch nehmen dürfte. Ach nein! Die dreimalige Frage des Herrn legt unerbittlich, doch so zart wie nur irgend möglich, die Wurzeln des Herzens bloß, und der Jünger verstand, dass auf dieses trügerische Herz kein Verlass war. Der tiefste Punkt der Demütigung war erreicht, und dies findet in den nun folgenden Worten des Jüngers einen überaus lieblichen Ausdruck. Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Male zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt bald alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe, Jo 21, 17b. Er verzichtet nun völlig darauf, selbst ein Beurteiler der Gedanken und Gesinnungen seines Herzens zu sein, auch das Ja kommt nun nicht mehr über seine Lippen wie vorher. Er überlässt bald das Urteil über sein Herz, über sich selbst, dem Herrn, indem er sich in rückhaltlosem Vertrauen völlig in seine Hand gibt. Ob wir etwas von den Gefühlen des Jüngers in diesen ernsten und feierlichen Augenblicken kennen? Seite 76. Folge du mir nach. Die vollkommene Liebe Jesu hatte alles getan, um den gefallenen Jünger wiederherzustellen und gleichsam mit gereinigten Füßen auf einen neuen Weg zu stellen. Die Gnade hatte Sorge getragen, dass Simons Glaube nicht aufhörte. Dass die dreifache Frage ihren Zweck erreicht, bewies der darauf folgende dreifache Auftrag: Der Jünger war zurückgekehrt und dürfte nun seine Brüder stärken, Luk 22,32. Dieser Weg aber würde völlig verschieden sein von dem, den er bisher gegangen war, und dies ist es, was der Herr seinem geliebten Jünger nun in feierlicher, wenn auch geheimnisvoller Weise verkündet. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du Jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest, wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, andeutend, mit welchem Tode er Gott verherrlichen sollte, Jo 21,18. Welch ein Wort! Vergangenheit und Zukunft des Dieners Jesu werden in eindrucksvoller Weise einander gegenübergestellt, und was dazwischen lag, gleichsam der Weg, der ihn von dem einen zum anderen führen sollte, bedeutete das Zerbrechen des starken, eigenen Willens. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, zum letzten Male begegnen wir hier dieser feierlichen Einleitung, mit welcher der Herr so manchmal seine Worte, B 77.
Kräftigt Stern schon einmal hatte sich der Herr so an Petrus gewandt, Kap 13, 38, damals, in jener Nacht, als es galt, dem Jünger den schmerzlichen Zusammenbruch anzukündigen, der kommen muss stehe. Den Zusammenbruch, der in Wirklichkeit ein Zusammenbruch seines starken Willens war, seiner Selbstsicherheit, seines Selbstvertrauens, der schmerzliche Schlussstrich unter eine Zeit, in der er sich selbst gürtete, das heißt Herr seiner selbst war oder doch zu sein glaubte, in der er wandelte, wohin er wollte. Doch das kann niemals der Weg eines Jüngers Jesu, eines Dieners des Herrn sein. Christus hing für uns am Kreuz, und damit ist für alle Zeiten erwiesen, wohin unsere alte Natur gehört, unser eigener Wille. Was den Jünger anbelangt, so sollte er am Ende seines Wegs in buchstäblichem Sinne den Platz einnehmen, den sein Herr im Tode einnahm, sollte seinem Tode gleichgestaltet werden, Philosophie 3, 10. Welche Ehre für ihn! Aber der Weg dahin war für ihn der gleiche wie für jeden, der dem Herrn dienen oder nachfolgen will, der Weg eines zerbrochenen Willens. Wohin du willst, das ist das Merkmal des alten Weges, wohin du nicht willst, das des Neuen. Diesen Weg zu gehen aber vermag nur der, der mit Herzensentschluss nahe bei ihm bleibt. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach, Jo 21, 19b. Drei kleine Worte, und doch so inhaltsschwer, wir begegnen ihnen oft in der Schrift, und sie umschreiben aufs Deutlichste den schmalen und doch so gesegneten, ehrenvollen Pfad des Dieners. Wenn mir jemand dient, so folge Stern bekanntlich kommt dies Doppelte wahrlich, eigentlich, Amen, nur im Evangelium nach Johannes vor. Der Leser, der einmal die 25 Stellen dort nachschlägt, wird dabei reichlich Stoff zum betenden Nachsinnen finden. Seite 78. Er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren, Jo 12, 26. Hierin ist der Weg aller Diener des Herrn gleich, nicht aber in den Aufgaben, die der Herr ihnen zuweist. Auch der Jünger, den Jesus liebte, folgte dem Herrn nach. Petrus, der mit ihm in freundschaftlicher Liebe verbunden war, sieht es und fragt, Herr, was aber dieser, Jo 21, 20.21 wörtlich Stern. Doch das war eine Sache zwischen jenem Jünger und seinem Herrn, und jeder hatte auf seinen eigenen Weg zu sehen. Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach, Jo 21, 22. Dieses Wort des Herrn hat zu der Auffassung geführt, als ob Johannes bis zur Ankunft des Herrn leben bleiben sollte. Der Heilige Geist begegnet dem, indem er ausdrücklich darauf hinweist, dass der Herr dies nicht gemeint habe, und dann einfach den Ausspruch des Herrn wörtlich wiederholt Stern Stern offenbar redet er NJCHT von dem Jünger selbst, sondern von seinem Dienst, wie denn der Herr hier überhaupt von dem Dienste seiner beiden Jünger spricht. Der Dienst des Apostels der Beschneidung, Gal 2, 8-9, hat sein Ende gefunden, als das irdische Volk Gottes in die Zerstreuung ging, der Dienst des Jüngers, den Jesus liebte, aber gilt, ob er uns nun das ewige Leben im Sohne vor Augen stellt, Jo. Evang, oder in uns, 1. Jo. Brief, dem himmlischen Volke Stern die übliche Übersetzung, was soll aber dieser, könnte leicht den Eindruck erwecken, als ob Petrus auf Johannes neidisch gewesen sei, ich glaube kaum, dass dies anzunehmen ist, und führe daher die Stelle wortgetreu an. Stern Stern es heißt auch nicht, wenn ich wollte, sondern, wenn ich will, es wäre des Herrn nicht würdig, etwas auszusprechen, was er nicht wirklich gemeint hat. Seite 79. Des Herrn und wird fortdauern, bis er kommt und es heimholt. So sollte also der Dienst dieser beiden Jünger hinsichtlich seines Ausgangs wie hinsichtlich seiner Tragweite ein völlig verschiedener sein. Und so wird es, ich wiederhole es,
mit einem jeden Diener des Herrn sein, aber ein jeder wird, wenn anders er das Geheimnis eines ihm hingegebenen, zerbrochenen Willens versteht, auf das Gleiche bedacht sein. Folge du mir nach. Möge dieses Wort des Auferstandenen unsere Herzen bewegen. Seite 80. Der Auftrag. Noch einmal werden wir in der Auferstehungsgeschichte nach Galiläa geführt, diesmal an den Berg, wohin Jesus sie, die Jünger, beschieden hatte, Matt 28, 16. Ist der See, aus dem die sieben Jünger den wunderbaren Fischzug taten, ein Bild von dem Völkermeer, in dessen Mitte das Werk Gottes getan wird, so ist der Berg, in Übereinstimmung mit dem Charakter unseres Evangeliums, ein Bild von der Erhabenheit seines Reiches. Der Auferstandene naht, und mit Ausnahme einiger, deren Augen noch immer gehalten sind, erkennen sie ihn und werfen sich vor ihm nieder, sie huldigen ihm, wie es der wahren König der Juden zukommt, Vers 17. Und wirklich, wie ist er dieser Huldigung wert? Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, Vers 18. Alle Gewalt, das war der Lohn seiner selbst gewählten Erniedrigung, wie geschrieben steht, ich werde ihm die Großen zuteil geben, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist, Jes 53, 12. Gewiss, schon als er in Niedrigkeit unter den Seinen war, hatte er sie gelehrt, wie einer, der Gewalt hat. Auch den Dämonen hatte er mit Gewalt geboten, und bei gewissen Gelegenheiten strahlte seine Schöerkundreitplatz, Seite 81. Vermacht, seine göttliche Gewalt aus dem Gewande der Niedrigkeit hervor, das er für eine Zeit lang übergeworfen hatte. Aber als die Stunde gekommen war, da wurde dem von Satan inspirierten Menschen von oben Gewalt wieder ihn gegeben, mit Schwertern und Stöcken, wie gegen einen Räuber, zogen sie gegen ihn aus, und er rief, dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis, Jo 19, 11, Luk 22, 53. Das alles war nun vorbei, der gewaltige Kampf hatte mit dem vollen Triumph über die Fürstentümer und Gewalten geendet, Kol 2, 15. Als Satan ihm auf dem sehr hohen Berg alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit anbot, schlug er sie aus, nun aber hatte Gott ihm, seinem Gesalbten, alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Und in dieser Machtvollkommenheit erteilt er nun den Aposteln seine Befehle. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, Matt 28, 19-20. Hier wollen wir uns daran erinnern, dass der auferstandene Herr den Seinen bei verschiedenen Gelegenheiten Aufträge im Blick auf ihren Dienst erteilt hat, die jedes Mal einen anderen Charakter tragen. Im Johannesevangelium sind es die Seinen, die in der Kraft des neuen Lebens das friedenspendende Evangelium allen, mit denen sie in Berührung kommen, zu bringen haben, Jo 20, 21-23. Bei Lukas sehen wir, wie die Predigt dieses Evangeliums, der Buße und Vergebung der Sünden in seinem Namen, von Jerusalem ausgehen soll hin zu allen Nationen, und zwar in der Kraft des Wortes und des Geistes Gottes, Luk 24, 45-49. Noch allgemeiner ist der Bereich im Evangelium nach Markus, geht hin in Seite 82. Die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und wie sein Dienst, so würde auch der Apostel auf Annahme oder Verwerfung stoßen, es ist das Evangelium der Errettung aus Glauben, das sie verkündigen sollen, Mark 16,15-18. Anders bei Matthäus. Hier handelt es sich um die Unterwerfung aller Nationen unter die Oberhoheit des Christus, des Königs Israels, und um die Annahme seiner Lehre durch die Taufe auf den Namen des dreieinigen Gottes. Die Apostel sollten, denn dieser Auftrag richtete sich an die Elfe, gleichsam den Dienst des Christus fortsetzen, von dem geschrieben steht, ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt,
Jes 49, 6, und wir wissen, dass dieser Dienst seine wahre Fortsetzung finden wird, wenn Israel am Ende der Tage wieder zu Gott umkehrt. Wird es ein leichter Dienst sein? Ganz gewiss nicht. Zu wiederholten Malen hat der Herr seinen Aposteln von dem Widerstand und den Leiden gesprochen, durch die seine Boten gehen werden, Matt 10 und 23. Darum fügt er das tröstliche Wort hinzu, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, Vers 20. Und dieses kostbare Wort dürfen wir gewiss auch auf uns, auf unseren Weg und unseren Dienst anwenden. Seite 83. Liebe bis ans Ende. Nicht der Welt, dem ganzen Volke, hatte Gott den auferstandenen Herrn sichtbar werden lassen, sondern nur den von ihm zuvor erwählten Zeugen. 40 Tage hindurch hatte er sich diesen in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, war er von ihnen mit ihren Augen gesehen worden, sie hatten ihn anschauen, mit ihren Händen betasten dürfen, hatten mit ihm gegessen und getrunken, und er hatte mit ihnen über die Dinge geredet, welche das Reich Gottes betreffen, Abgeesch 1, 3, 10, 40. 41, 1. Jo 1, 1. Doch auch diese 40 Tage gingen zu Ende, der Augenblick kam, wo ihn, den geliebten Herrn, der Himmel aufnehmen muss, stehe, Abgeesch 3, 21. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes, Mark 16, 19. Der treue, unermüdliche Diener hatte seinen Dienst erfüllt, nun dürfte er den Platz der Ruhe und des Lohnes, den erhabenen Platz zur Rechten Gottes, einnehmen. An seiner Statt sollten nun seine Jünger hinausgehen und sein Werk fortsetzen, seiner Weisung gemäß und mit seiner Hilfe, indem der Herr mitwirkte und das Wort bestätigte durch die darauf folgenden Zeichen, Mark 16, 20. So bildet die Himmelfahrt unseres Herrn den großen Übergang von seinem wunderbaren Wirken auf Seite 84. Der Erde zu der verantwortlichen Wirksamkeit der nun auf sich selbst gestellten Kinder Gottes. Das war kein Rückschritt, wie wir auf den ersten Blick denken mögen, sondern es sollte geschehen in der Kraft der auf diese Erde herabkommenden dritten Person Gottes, des Heiligen Geistes, der nun das Wirken des von der Welt verworfenen Sohnes Gottes von der Stätte seiner Verwerfung aus in Macht und Gnade fortsetzen sollte. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, Abgeesch 1, 8, Vögel. Jo 16, 7, 14, 12. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg, Abgeesch 1, 9. Welch ein Ereignis! Und er wurde ihnen unsichtbar, so hatte es in Emmaus geschehen, und so war es in all den vielen Fällen gewesen, wo sich der Auferstandene ihnen gezeigt hatte. Jetzt aber wurde er emporgehoben von einer verborgenen Macht, indem sie es sahen, und eine Wolke verhüllte ihnen den Anblick des geliebten Herrn, der sie nun allein in dieser Welt zurückließ. Wie gebannt schauten sie ihm nach. Ob sie sich dessen bewusst waren, dass dies der Abschied war. Ob neue, große Traurigkeit ihre Herzen nun völlig zu Boden drücken würde. Wieder, wie am leeren Grabe, hat Gott seine himmlischen Boten bereit, zu ihrer Ermunterung, zu ihrer Aufklärung und Belehrung. Und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, Seite 85. Wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel, Abgeesch 1, 10-11. Es ist beachtenswert, wie Gott stets bemüht ist, uns die Zeit der Erprobung als etwas Vorübergehendes zu kennzeichnen. Über ein kleines, und ihr schaut mich nicht,
und wiederum über ein kleines, und ihr werdet mich sehen, hatte der Herr von den Tagen seines Leidens und Sterbens gesagt, um ihren Glauben zu stärken. Ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden, Jo 16:16 folgende. So auch hier. Indem er von ihnen schied, ließ er ihnen sagen, dass er wiederkommen würde. Wenn er sie jetzt allein in der Welt zurückließ, so konnte es nicht ausbleiben, dass sie eine kleine Zeit betrübt wurden durch mancherlei Versuchungen, aber Gottes Macht würde sie durch den Glauben, der ihnen geschenkt war, bewahren zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden, 1. Petrus 1:5-6. Eine kleine Zeit würde es durch Leiden gehen, aber der Gott aller Gnade hatte sie zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen in Christo Jesu, 1. Petrus 5:10. Immer steht dem schnell vorübergehenden Leichten unserer Drangsal das über die Massen überschwängliche, ewige Gewicht von Herrlichkeit gegenüber, 2. Korinther 4:17. Auch bei dem denkwürdigen letzten Zusammensein mit seinen Jüngern vor seinem Tode hatte der Herr, der die seinen bis ans Ende liebte, von seinem Wiederkommen gesprochen. Wenn ich hingehe, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid, Jo 14:3, Vers 17-24. Ja, ich komme bald. Das sind die letzten Worte, die er in seinem Buche an uns richtet. Hier freilich, bei der Himmelfahrt, redet er von dieser herrlichen Hoffnung nicht, die damals in einem Geheimnis verborgen war, sondern von sei. Seite 86. Nimm Wiedererscheinen in Herrlichkeit auf dieser Erde. Auch die Gerichte, die dieser sichtbaren Wiederkunft Christi vorangehen werden, die Tage der großen Drangsal, werden verkürzt werden um der Auserwählten willen, denn sonst würde kein Fleisch gerettet werden, Matt 24:22, Römer 9:28. Dann aber werden alle Stämme des Landes den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels, Matt 24:30, dieser Jesus derselbe, den die Welt verwarf und nicht wiedersah, seitdem liebende Hände seinen Leib vom Kreuze nahmen wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Das wird eine furchtbare Stunde für alle sein, die die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, aber ein herrlicher Triumph für ihn und die Seinen. Und wie merkwürdig, an jenem Tage werden die Füße des verherrlichten Herrn auf dem gleichen Berge stehen, auf dem sie zuletzt den Schauplatz der Vergänglichkeit berührten, Sach 14:4, Abg 1:12. Dort, wo er den Kelch aus der Hand des Vaters nahm, wird auch seine Herrlichkeit zuerst offenbar werden. Bei Lukas Stern wird, sicherlich mit gutem Grund, dieser Schauplatz anders bezeichnet. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien, Stern und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel, Lukas 24:50-51. Angesichts der Stätte, wo sich dem Herrn einst ein Haus auftat, und Stern der Messias steht mit den irdischen Hoffnungen Israels in Verbindung, weshalb wir die Himmelfahrt bei Matthäus nicht finden. Und Johannes berichtet sie nicht, weil er es mit dem eingeborenen Sohn, der in des Vaters Schoß ist, zu tun hat, Vögel. Auch Kap 3:13. Stern der Olberg grenzte an die Gemarkung Bethanien. Seite 87. Ende. Mit der ihn Hieniden besonders liebliche Beziehungen verbanden, nimmt er von den seinen rührenden Abschied. Segnend hatte er unter ihnen geweilt, und segnend schied er von ihnen. Und seine erhobenen Hände wird er nicht eher wieder sinken lassen, als bis wir alle ans Ziel gelangt sind. Diese Liebe bis ans Ende stimmt unsere Herzen zu Anbetung und Dank, nicht minder wie uns die Verantwortlichkeit, die einer solchen Liebe entspricht, in ein anhaltendes Gebet treibt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie auf den Obersaal, wo sie blieben. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit etlichen Weibern und Maria, der Mutter Jesu,
und mit seinen Brüdern, Abgeesch 1, 13-14. Und sie waren alle Zeit im Tempel, Gott lobend und preisend, Luk 24, 52-53. Während so die Seinen mit glücklichen Herzen auf dieser armen Erde zurückblieben, tat sich ihm der Himmel auf, und dort wurde ihm ein wunderbarer, einzigartiger Empfang bereitet. Denn dort wurde er, der Urheber ewigen Heils, von Gott begrüßt als Hohepriester in Ewigkeit, um sich dann, als der Verherrlichte, zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln zu setzen, Hebräer 5, 9-10, 8, 1. Wir aber bedürfen nun der vielen sicheren Kennzeichen nicht mehr, sondern sehen ihn dort mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, bis er aufstehen wird vom Throne, um uns zu sich zu holen. Jetzt weilst du für uns droben, vertrittst uns alle Zeit, bis wir zu dir erhoben in deine Herrlichkeit. Nullseliges Vollenden, bei dir, dem Herrn, zu sein, wo nie dein Ruhm wird enden, wo wir nur Lob dir weihen. Seite 88.